Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Einen wunderschönen Frühsom, Herwin, wünsche ich euch. Und ganz ehrlich, was ich momentan am meisten faszinierend finde, ist die Tatsache, dass ich dieses Sammlungsupdate jetzt am Samstag zum Mittag aufnehme und eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, welches Wetter gerade herrschen wird, wenn es am Sonntag am Abend veröffentlicht wird. Momentan fühle ich mich wettertechnisch so wie das Kind, das bei diesem lustigen Spiel versucht, irgendetwas zu finden, während neben ihm jemand steht und sagt, kalt, kalt, wärmer, wärmer, heiß, ganz kalt, ganz, 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 ganz kalt. Aber egal, und das Lustige ist, das Einzige, was wir bei diesem Spiel in dem Fall als Belohnung bekommen können, ist ein Schnupfen. Deswegen ist es wahrscheinlich trotzdem besser, wenn wir diese Zeit noch gepflegt, drinnen verbringen. Und da habe ich glücklicherweise etwas Nettes, Leichtes, Besinnliches für euch, nämlich meine Stimme. Und die, wenn ich mir diese großartigen Dinge, die da jetzt gerade vor mir stehen, anschaue, wahrscheinlich auch für gemütliche 2 Stunden. Deswegen freue ich mich recht herzlich und bedanke mich, ehrlich gesagt, beim Wetter, dass es dafür sorgt, dass quasi die kollektive YouTube-Belegschaft indoors verlegt wurde, obwohl man momentan eigentlich auch schon die Zeit schöner verbringen könnte. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ihr auch diesen Sonntag wieder eingeschaltet habt beim allwöchentlichen Sammlungsupdate hier auf Playzocker Reeves. Und ganz im Ernst, das ist für mich diesmal ein ganz besonderes Sammlungsupdate, denn ich habe wieder ein Mystery-Paket bekommen vom lieben André L., der mich mit dem Großteil der Dinge, die jetzt hier vor mir stehen, eingedeckt hat. Und da gibt es wirklich eine Menge an schönen Dingen zu entdecken. Wir haben ja vor ein paar Tagen hier auf dem Kanal bereits das Mystery Unboxing zelebriert, wo ich noch gar keine Ahnung hatte, was hier auf mich zukommt. Das ist jetzt momentan schon ein bisschen anders. Da weiß ich ja zumindest schon von außen, was vor mir steht. Aber wir werden im Sammlungsupdate noch ein bisschen einen genaueren Blick darauf werfen, was eben der liebe André hier für mich eingepackt hat. Aber bevor wir so weit kommen, möchte ich mich natürlich bei einigen Leuten ganz besonders bedanken. In erster Linie, well, dem lieben André, der ja nämlich eben nicht nur dieses Mystery-Paket für mich gepackt hat, sondern meinen Kanal auch bereits seit März 2020 über Patreon supportet und dabei sich einmal im Monat sogar ein Wunsch-Quickie quasi rausgehandelt hat. Und der, kann ich schon einmal spoilern, für die nächsten Monate ein paar extrem spannende Titel erdacht hat, während ich noch arbeite an seinem März-Quickie zu Star Trek The Original Series, ist sein April Quickie zu McKenna's Gold bereits fertig und angekündigt wurden bereits Quickies zu Uncut Gems mit Adam Sandler, Cat Person, The Dancing Detective und meine beste Freundin, der Pastor und ich. Einige davon aus dem Mystery-Paket, aber mir schwant noch Böses, Böses weiteres. Dazu allerdings etwas später noch mehr. Außerdem fetten Dank an den lieben Hartwig Stolzlechner, der mich hier auf YouTube mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützt und ebenfalls Wunsch-Quickies frei hat. Dabei hat er sich im April 2024 für den Kultklassiker The Changeling, a.k.a. das Grauen von Peter Medak entschieden. Und last but definitely not least, der liebe Astons Martin, der mir vergangene Woche ein großartiges Mystery-Paket zukommen hat lassen, aber der ebenfalls Wunsch-Quickies verteilt und der sich dabei im April diesen Jahres für den Film Symbol entschieden hat, ein ganz, ganz, ganz wildes Filmchen. Die übrigens genannten Wunsch-Quickies für Symbol, Changeling und McKenna's Gold sind im Members-Only-Bereich hier auf YouTube bereits online und verfügbar, werden in den nächsten Wochen dann auch allgemein freigeschalten. Falls ihr meinen Kanal auch unterstützen wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr danach schaut. Außerdem, kurz zurück zu Patreon, da möchte ich mich auch noch einmal bedanken beim lieben Kevin Zindler, der mich mit einer Patreon-Mitgliedschaft unterstützt und selbst übrigens gerade erst wieder ein paar tolle News gepostet hat. So wird von Art of Horror Chefredakteur Matthias Bogner gemeinsam mit Baukowski über Cinestrange Extreme bald ein neues Buch, das sich ebenfalls mit der guten alten Videozeit beschäftigt, veröffentlicht und auch das Original Art of Horror Magazin geht dann ab Sommer wieder weiter, worauf ich mich sehr freue. Und last but not least auch der liebe Martin Kalis unterstützt mich mit einer Patreon-Mitgliedschaft und bei ihm könnt ihr auf die tolle Facebook-Seite Stars and Me klicken. Da gibt es nämlich einige
einige ziemlich coole Fotos von Privatpersonen und berühmten Personen, die man sich da anschauen kann oder falls man selber welche hat, auch dort teilen. Und ganz zum Schluss noch einmal ein fetter Dank an sowohl Shock Entertainment als auch Lucky Seven, die mich in der vergangenen Woche auch wieder mit Rezensionsmustern versorgt haben. Da kann ich bereits einmal erste Eindrücke mit euch teilen. Shock hat mir hier die beiden Standard Scannervo Keepcase Veröffentlichungen, wobei interessanterweise es mittlerweile auch diese Scannervo Keepcases von einem anderen Hersteller gibt, versorgt mit zwei interessanten Titeln, mit Atros und Grotesque, die wir uns dann natürlich im Blu-ray-Check auch näher anschauen. Aber worauf ich mich persönlich ganz besonders freue, das sind die neuen Titel, die wir über Lucky 7 bekommen, nämlich allesamt Filme, die ich noch in keinster Weise in meiner Sammlung habe, gut, außer Treasure of the Amazon, und ich habe irgendwie befürchtet, dass dieser Aufbau vom Sammlungsupdate ein kleines bisschen, sagen wir mal, gefährlich sein könnte. Jetzt werde ich hier im Hintergrund ein kleines bisschen umbauen müssen, beziehungsweise auch tatsächlich wieder darauf zurückgehen, dass ich hier eine Schutzkiste ursprünglich einmal stehen gehabt habe und mir gedacht habe, nein, das ist so gut und so stabil, dass ich diese Kiste weggeben kann, weil das schaut ja auch irgendwie scheiße aus, wenn da so eine Kiste im Bild ist. Ganz anders übrigens, als es natürlich gar nicht scheiße ausschaut, wenn einem das Ding dann einfach um die Ohren fliegt. Nein, natürlich ist glücklicherweise auch nichts passiert bei den Sachen. Es hat sich nichts wirklich verabschiedet, ist doch unten gefallen oder sonstige Sachen. Da passe ich natürlich immer ganz besonders gut auf, vor allem, wenn es sich um tolle Gaben aus einem Mystery-Paket handelt. Aber jetzt wissen wir zumindest wieder mal, ist ja nicht das erste Mal, dass bei mir irgendwas einen Hoppala macht, warum ich nicht tatsächlich als Architekt arbeite. Aber wir schauen jetzt dann tatsächlich doch noch auf die Titel, die ich jetzt gerade eigentlich hier zeigen wollte, nämlich die drei von Lucky 7, nämlich Treasure of the Amazon, der Kämpfer mit der Todessichel und Super Ninjas. Ganz ehrlich, wie ich diese Ankündigung gesehen habe, ist mir wirklich ein kleines Entkommen, und ich freue mich riesig, diese drei Filme zu sichten und euch dann in der nächsten Zeit die entsprechenden Blu-ray-Checks zu liefern. Aber tatsächlich ist mit Ausnahme von diesen beiden Lieferungen an Rezensionsmustern in der vergangenen Woche exakt ein einziges Paket bei mir gelandet, nämlich das vom lieben André. Und der hat mir hierbei auf der einen Seite seine Überraschungen eingepackt, auf der anderen Seite war er allerdings auch so nett und hat mich beim Einkaufen unterstützt, weil eben auf der einen Seite überraschenderweise bereits das Mediabook von Play on Pictures zu dem Film Supergirl vergriffen war mit dem Cover Artwork, das ich eigentlich haben wollte, und er konnte es mir allerdings noch bestellen, beziehungsweise hat er für mich auch bei RetroGold 63 ein paar Titel von Shamrock mitbestellt, die es ja im Freien verkauft. Das waren ja quasi die ersten, also wo ich noch gar nicht wusste, ob beziehungsweise wann die dann im freien Verkauf wirklich kommen. Diese vier Titel möchte ich mir jetzt noch einmal am Anfang und quasi losgelöst von dem tatsächlichen Mystery-Paket Content anschauen, aber auch hier möchte ich noch einmal sagen, fetten Dank an den lieben André L. Auf der einen Seite natürlich fürs Mystery-Paket, auf der anderen Seite natürlich auch fürs mit für mich einkaufen. Und damit ein letztes Mal herzlich willkommen zum heutigen Sammlungsupdate. Und ich würde sagen, wir starten einmal mit den Mediabooks, die ich da neu in meiner Sammlung habe. Ein kluger Mensch hat einmal gesagt, der größte Feind des Politikers ist das Archiv. Eine Aussage, die natürlich auch auf Schauspieler zutrifft, die ein bisschen außerhalb ihrer eigenen Komfortzone unterwegs sind. So beispielsweise Jennifer Lawrence, wie sie gemeint hat, dass sie bei Hunger Games die erste weibliche Actionheldin ever war. Eine Aussage, für die Sigourney Weaver nur ein klitzekleines the fuck übrig hatte, beziehungsweise waren es natürlich auch dann Filme wie Captain Marvel, Black Widow oder Madame Web, allesamt absolute Meisterwerke, habe ich gehört, die endlich einmal weibliche Superhelden auf die Leinwand gezaubert haben. Nein, natürlich hat es Xena Warrior Princess niemals gegeben, und offensichtlich wurde auch im Jahr 1984 nicht bereits Supergirl auf die große Leinwand geholt. Natürlich
Die kleine Schwester von Superman, damals bereits in den Comics, aber hier verkörpert mit Faye Dunaway, Helen Slater, Peter O'Toole, Mia Farrow und einigen anderen bekannten Darstellern. Man hätte tatsächlich meinen können, dass Warner damals das Interesse daran hatte, dass dieser Film so richtig durch die Decke geht. Gut, wenn man natürlich eine Top-10-Liste der größten Box-Office-Bombs in Amerika in der Zeit durchdenkt, dann könnte er das ja tatsächlich irgendwie geschafft haben. Aber glücklicherweise ist dieser Film, der hierzulande übrigens nur in einer geschnittenen deutschen Kinofassung über die Scotia in den deutschen Kinos gelaufen ist, auf Videokassette, über CBS und Fox ebenfalls nur in der deutschen Kinofassung veröffentlicht wurde und das allererste Mal von Warner direkt dann auf DVD in der internationalen Langfassung erschienen ist. Trotzdem hat Warner auch bei diesem Titel es irgendwie verabsäumt, auf den High-Definition-Zug aufzuspringen. Und so ist das hier vor mir liegende Mediabook von Play on Pictures die allererste Möglichkeit, diesen Film dann auch in der ungeschnittenen internationalen Kinofassung in High Definition zu sehen, die tatsächlich über 30 Minuten länger ist als die alte deutsche Kinofassung, wobei bei dieser Version dann auch noch der zusätzlich überarbeitete Director's Cut mit dabei ist, der überhaupt seine Deutschland-Premiere feiert. Dabei muss man sagen, dass wir es hier auf dem Mediabook mit einem absolut großartigen Cover-Artwork zu tun haben, das von keinem geringeren als Renato Casaro gezeichnet wurde. Das war dasselbe Motiv, das wir eben bei diesem Film bereits in den deutschen Foyers hängen gesehen haben, falls wir halt damals schon am Leben waren, wo Casaro eben das deutsche Kinoplakatmotiv beigesteuert hat, das hier, finde ich, von Player noch absolut großartig erhalten wird. Ich liebe diesen Zeichenstil, den Casaro hier an den Tag legt, das ja fast schon fotorealistisch erscheint mit diesen absolut großartigen Details, vor allem hier bei den Haaren, beziehungsweise aber auch den feinen Gesichtszügen oder auch diesen feinen Strukturen hier im Hintergrund und natürlich die Tatsache, dass Play on Pictures diese absolut natürlich ein bisschen aufgelegte Veredelung auch gemacht hat, denn der Titelschriftzug erstrahlte schon quasi auf dem Kinoplakat in güldenen Lettern, die man hier allerdings natürlich dann auch noch mit diesem Holopapier-Effekt unterstützt hat. Dadurch hat natürlich das Mediabook auch ein bisschen eine andere Beschichtung und einen anderen, ein anderes Finish, was man hier zum Beispiel dann natürlich auch bei der Falz sieht, wenn man das Mediabook ein paar Mal geöffnet hat, was etwas ist, das ich allerdings trotzdem nicht als Mangel bezeichnen würde, weil das halt einfach bei dieser zusätzlichen Folierung passieren kann / wird. Interessant ist, dass eben dieser jene Director's Cut, den ich vorher angesprochen habe, eben nicht nur den Film von 93 Minuten der deutschen Kinofassung auf 124 Minuten des der internationalen Langfassung erweitert, sondern dann noch einmal über 10 Minuten Material weitergibt, dazu gibt und der Film dann 140 Minuten lang ist. Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn, den wir hier haben. Außerdem, ich meine, ich weiß nicht, ob das ein Insider-Gag ist, aber scheinbar leidet Helen Slater ein kleines bisschen, es könnte vielleicht der Fight Club der Superheldenfilme sein, ein bisschen an gespaltener Persönlichkeit, denn Helen Slater nimmt es mit Faye Dunaway auf und wird dabei unterstützt von Peter O'Toole, Mia Farrow und Helen Slater, was mehr oder weniger bedeutet, also, dass sie sich halt nicht selber im Weg steht, scheinbar. Wir bekommen dann eben noch ein paar Bildelemente und Bildausschnitte aus dem Backcover, aber ich würde sagen, es ist an der Zeit, einen Blick ins Innere zu werfen. Da habe ich natürlich dann auch diesen Cover-Aufkleber hineingerettet und wir können dann einmal einen Blick riskieren auf die beiden Discs. In beiden Fällen sind es Blu-Rays, hier die internationale Langfassung und das Bonusmaterial auf der einen Blu-Ray und dann hier der Director's Cut bzw. die alte deutsche Kinofassung. Falls jemand von euch den Film bereits gesehen hat und mir Tipps geben möchte, welche von diesen Fassungen wirklich die beste ist, bin ich auf jeden Fall empfänglich, weil auf der einen Seite ist sicherlich eine erweiterte Fassung meistens eine Bereicherung, auf der anderen Seite können natürlich 50 zusätzliche Minuten auch ziemlich schmerzhaft langweilig sein. Wir bekommen hier, finde ich, ein absolut tolles Bild von Helen Slater auf der linken Seite im Innenspiegel, absolut großartige Druckqualität und auch das hier auf der
Rückseite vom Buckel bzw. eben der rechten Seite vom Innenspiegel macht, finde ich, einen großartigen Eindruck. Vor allem, weil Playon bei diesem Mediabook tatsächlich wieder die Discs absolut perfekt in dieses Design integriert hat. Jeweils eben, sagen wir mal, quasi auf die inaktivere Seite von diesem Innendesign angepasst hat, wohingegen eben unser Supergirl jeweils auf dem Booklet-Frontcover zu sehen ist und dadurch eben quasi nicht irgendwie durch die Discs gestört wird. Das ist auf jeden Fall ein großartiger Stil und für mich persönlich immer noch mit Abstand der liebste Stil, den man mir im Innendesign liefern kann. Vor allem, wenn dann die Designer von Playon auch noch dieses Meisterwerk hier vollbracht haben, dass sie das Booklet an eine Ausgabe vom Daily Planet angepasst haben. Natürlich dann auch hier die März-Ausgabe 1985 mit diesem schönen Stil, da passt es dann natürlich auch, dass die Bilder im Inneren nur in Schwarz-Weiß gehalten sind. Es gibt da in dem Text, den uns Christian Heiß serviert hat, noch ein paar Highlights aus den Supergirl-Comics. Das ist auf jeden Fall ein typisch von Playon schön verarbeitetes Mediabook, wo sich vielleicht einzelne Leute nur ein bisschen daran stören, wenn sich eben hier beim Falz ein bisschen die Veredelung löst, aber für mich ist es ein großartiges Cover-Artwork und auch die Tatsache, dass wir eben hier beim Titelschriftzug diesen Goldfoliendruck haben, das ist für mich großartig und entschuldigt eben auch diesen kleinen Nebeneffekt und ich freue mich schon einmal riesig drauf, bei diesem Film den ersten Blick riskieren zu dürfen. Es gibt wahrscheinlich bei Filmen wenige Dinge, die so wichtig sind, wie die Tatsache, dass man, naja, gut, einfach weiß, welchen Film man sich anschaut. Und trotzdem gibt es einige Filmfranchises, die sich tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, um uns diese Information vorzuenthalten. Und neben Dingen wie zum Beispiel dem Karate-Tiger-Franchise, ist es vor allem das Red Force oder die Red Force-Saga, bei der es ähnlich ausschaut, weil eigentlich beginnt unsere große Geschichte mit In the Line of Duty, was hierzulande dann auch vermarktet wurde als Ultra Force oder als Hong Kong Cop im Namen der Rache, wurde dann allerdings später ab dem vierten Teil als Red Force bezeichnet und gipfelte dann irgendwann einmal in dem Film Red Force The Beginning, der allerdings im Original eigentlich nur The Beginning heißt, ohne Red Force und demnach auch relativ wenig mit dem Red Force Franchise zu tun hat, womöglich halt mit der Ausnahme, dass Cynthia Khan auch bei diesem Film mit dabei ist. Wir bekommen hier übrigens einen Film, der im Verleih von Condor Video vertrieben wurde, eine FSK-Freigabe ab 18 Jahren hatte und trotzdem nur in einer geschnittenen Fassung vorgelegen ist. Laut OFDB war diese Version allerdings niemals auf dem Index für jugendgefährdende Medien, wobei Ich schade finde, ehrlich gesagt, dass wir so lange warten mussten, bis wir diesen Film jetzt auch im digitalen Spektrum erleben dürfen. Denn Red Force The Beginning wurde niemals auf DVD ausgewertet, sondern ist lediglich zum allerersten Mal jetzt hier im Mediabook von Shamrock veröffentlicht worden. Dabei gibt es diesen Film, der damals um ca. 200 Sekunden für die alte deutsche Videofassung geschnitten war. Natürlich in der unzensierten Fassung mit allen Action Sequenzen und das in verschiedenen Cover-Artworks. Ich persönlich habe mich hier für das Cover B entschieden, das aus der Feder von einem Künstler, der sich hier auf dem Cover leider nicht zu erkennen gibt, außer ich habe da etwas übersehen, stammt, das mir allerdings deutlich besser gefallen hat als die anderen Cover-Optionen, vor allem, weil ich halt diese Farbexplosionen, dieses Knallbunte, dieses wunderschön Dynamische einfach mag, vor allem, weil dieses Cover-Artwork auf der einen Seite dann auch noch die Kanji mit an Bord hat, beziehungsweise genügend Action liefert, um diesen Film toll erscheinen zu lassen, aber trotzdem meiner Meinung nach vom Cover Artwork hier nicht komplett überladen erscheinen. Ich mag den Look von diesem Cover Artwork, das alte Condor Video Cover, das zum Beispiel als Cover C auch im Mediabook erschienen ist, finde ich hingegen komplett einschläfernd. Aber wir können dann einmal hier einen Blick auf die anderen Designelemente werfen, natürlich hier auf dem Spine noch einmal eine Miniaturansicht vom Cover und dann auf dem Backcover ein paar
paar weitere Bilder. Hier haben wir auch ein ähnliches Motiv, wie es eben auf dem VHS- bzw. Cover C-Motiv ist, beziehungsweise Inhaltsangabe, weitere Bilder aus dem Film und dann die technischen Details sowie unsere individuelle Limitierungsnummer von den 250 Stück, die es von diesem Mediabook-Cover gibt. Aber wir werfen dann einmal einen Blick ins Innere, wo wir dankenswerterweise noch ein paar andere Cover-Artworks sehen können. Hier ist das alternative Cover A, das von Ralf Krause gemacht wurde, das mich in dem Fall allerdings ein bisschen weniger begeistert hat, weil ich halt finde, dass im Gegensatz vor allem bei ihm auf der linken Seite, finde ich, sieht man das deutlich hier, Ralf Krauses Design etwas matschiger, etwas flächiger erscheint, als das eben wesentlich schöner gezeichnete und realistischer wirkende Motiv, das wir eben dann auf dem Cover B haben. Das ist es übrigens auch, dass dann hier auf der Rückseite vom Booklet verwendet wird, also diejenigen, die hier möglichst wenig Überschneidungen quasi bei den Artworks haben wollen, die wissen, dass es die Cover A und B sowieso auch innen gibt und können sich theoretisch für eines der anderen Motive entscheiden, wenn sie außen halt wirklich ein anderes Motiv bevorzugen würden, vor allem, weil das Ralf Krause Motiv dann eben auch hier auf der DVD noch einmal enthalten ist. Dafür gibt es dann auch ein durchgehendes Innendesign hier im Innenspiegel, wobei das mehr oder weniger einfach nur ein Blick auf die Stadt ist, ohne dass hier irgendetwas passiert. Es ist halt ein Bild. Es ist besser als kein Bild. So viel kann man, glaube ich, sagen. Wir können dann einmal einen Blick durch das Booklet werfen. Da gibt's natürlich auch ein paar weitere Bilder aus dem Film, beziehungsweise im Text zum Beispiel die Geschichte von Schauspielerin Cynthia Kahn, beziehungsweise eben über den Regisseur, ein paar allgemeinere Geschichten womöglich, aber liest sich alleine eben vom Aufbau und von den Überschriften her schon einmal sehr interessant und informativ, vor allem, nachdem es sich ja bei diesem Booklet um eines von Christoph Kellerbach handelt, wo man sich wirklich darauf verlassen kann, dass es zahlreiche wissenswerte Informationen hier im Mediabook-Booklet zu lesen gibt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass dieser Film bei uns im Mediabook erschienen ist und freue mich darauf, auch Red Force The Beginning einmal eine Sichtung zuteil werden zu lassen. Ich glaube, ich habe bereits das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich dem guten alten asiatischen Kino definitiv nicht abgeneigt bin. Und deswegen freue ich mich persönlich immer ganz besonders, wenn entsprechende Filme angekündigt werden. Vor allem, wenn es Überraschungen sind, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte, weil ich von diesem Film zuvor noch nie etwas gehört habe. So beispielsweise auch die Blood Sister mit Cynthia Luster und Moon Lee, die man ja beispielsweise eben auch gesehen hat in Filmen wie dem Red Force Universum, sage ich jetzt einmal, und Ähnlichem. Das ist nämlich vor allem auch einer von den Filmen, die es zumal kaum in ungeschnittenen Fassungen zu sehen gegeben hat. Natürlich war das alte deutsche Verleihvideo von Splendid nur geschnitten, wurde um 11 Minuten in diesem Fall erleichtert, beziehungsweise ist der Film auch international dann eher in einer gekürzten Hongkong-Fassung ausgewertet worden, die zumindest knapp 1¾ Minuten geschnitten ist. Das ist nämlich eben auch die Version, die dann in England erschienen ist, wo zum Beispiel eine Trainingssequenz mit 1 Minute und okay, barbusiges Tanzen und das Vergreifen von Telefon zur Cola-Dose gefehlt hat, also ein bisschen quasi Product Placement und ein klein wenig Werbung. Das ist interessanterweise auch die Fassung, die quasi für Amerika verwendet wurde, nur dass dort die Cola-Dosen-Sache drinnen war und nur die der Trainingskampf und die Stripperinnen gefehlt haben. Lustigerweise ist also die unbrauchbarste Fassung von diesem Actionfilm, gut, wird jetzt wahrscheinlich auch niemanden überraschen, nach wie vor die alte deutsche VHS-Fassung gewesen, wobei auch bei der nicht ausschließlich Gewaltszenen gefehlt haben, aber, und das wird euch jetzt wahrscheinlich nicht überraschen, auch trotzdem auch der ein oder andere Handlungsschnitt zu beklagen ist. Das ist allerdings ein Missstand, mit dem Shamrock jetzt hier gnadenlos aufgeräumt hat, denn im Mediabook gibt's natürlich zum allerersten Mal die komplett ungeschnittene Fassung von dem Film, wobei
die damals fehlenden Dialogsequenzen für den neuen Release sogar nachsynchronisiert wurden und nicht nur einfach im Original mit Untertiteln belassen wurden. Das finde ich persönlich absolut großartig. Dazu bekommen wir hier noch das alte, ich nehme mal an, Hongkong Originalplakatmotiv von diesem Film als Cover Artwork vom Mediabook. Es gibt natürlich auch einige andere Mediabook Artworks, aber das ist ein Stil, den ich persönlich sehr mag. Das ist auch ein Stil, den wir damals bei sehr vielen IFD-Filmen beispielsweise bereits gehabt haben, beziehungsweise der finde ich nämlich vor allem durch diese helle, eigentlich etwas freundlichere und einladendere Farbgebung durchaus überzeugen und überraschen kann, wo ich wirklich froh bin, dass es dieses Motiv auch zu uns geschafft hat, vor allem, weil ich auch finde, dass das von der Druckqualität her sehr schön ausgefallen ist und einzelne Elemente und Sequenzen von dem Film relativ schön hier darstellt. Natürlich auch das mit einem passenden Übergang auf dem Spine, und wir blicken dann auf das Backcover mit eben ein paar weiteren Informationen rund um den Film. Dabei finde ich tatsächlich interessant, dass uns Shamrock die Information, dass sie extra die Arbeit eben geleistet haben und hier noch einmal exklusiv nachsynchronisiert haben, sogar vorenthält auf dem Backcover und damit nicht einmal Werbung macht, was aber meiner Meinung nach ein Umstand wäre, den man sehr wohl für Werbung verwenden hätte können. Dazu finden wir dann hier noch ein paar andere Artworks, natürlich im Inneren von diesem Mediabook. Dabei handelt es sich hier um das alte deutsche VHS-Cover-Artwork, mit dem der Film eben von Splendid vertrieben wurde, inklusive dem Hinweis auf die Fighting Angels. Das Einzige, was hier wirklich anders ist oder fehlt im Vergleich zur VHS-Fassung, ist natürlich der Casting Crew Block unten, aber so ist das natürlich perfekt aufbereitet fürs Mediabook. Und auch wie bei den anderen aktuellen Mediabooks von Shamrock gewohnt, ist es das Cover A, beziehungsweise dann eben das Cover B, das hier im Inneren für das Booklet verwendet wird. Dabei ist es auch das Artwork, das auf den Discs zu finden ist, in dem Fall eben mein Cover B Artwork auf der Blu-ray, beziehungsweise das alte VHS-Artwork A auf der DVD. Inneren gibt es dann ein durchgehendes Artwork, was allerdings ganz offensichtlich eben von dem HD-Master des Films stammt, wobei ich wirklich finde, dass das einen schönen Eindruck macht. Ein bisschen grainig, so wie man es von den Filmen gewohnt ist, aber auch sehr, sehr hell, sehr schön farbintensiv und auch sehr scharf. Man muss ja auch wirklich sagen, dass viele von diesen alten asiatischen Filmen bei ihren Blu-ray-Debüts also so richtig zu strahlen und zu glänzen beginnen und mich persönlich absolut, absolut begeistern. Aber apropos begeistern, werfen wir in dem Fall einmal einen Blick durch das Booklet, das uns in dem Fall natürlich auf der einen Seite auch wieder einzelne Szenen und Sequenzen aus dem Film präsentiert und auf der anderen Seite dann einen relativ cool, auch finde ich, visuell aufbereiteten Text von Christoph Kellerbach, auch bei diesem Titel wieder, der sich hier mit der Produktion des Films beziehungsweise der daran beteiligten Leute beschäftigt, wo ich auch schon sehr gespannt bin nach der Sichtung des Films auf eine Lektüre, weil Christoph eigentlich bei jedem Booklet, das ich bislang von ihm gelesen habe, einige wirklich, wirklich tolle Informationen zutage gefördert hat und wirklich lesenswerte Texte abliefert. Da freue ich mich definitiv, dass wir hier einen schönen Release bekommen, der eben auch außen mit einem tollen Artwork ausgestattet ist. Gute alte Zeit, es ist unpackbar. Ich meine, eines muss man sagen, als Filmfan ist man ja natürlich zwangsläufig Nostalgiker. Es gibt zwar die Leute, die sich überwiegend neue Produktionen anschauen, aber ich glaube, wir können uns alle einig sein, früher war das Kino schon deutlich besser. Und man findet vor allem immer wieder Filme, die für einen persönlich ganz besondere Meilensteine waren. Nightmare Concert war mein allererster, nicht nur Fulci, sondern mein allererster wirklich harter Horrorstreifen. Und Ninja Commando war tatsächlich der
allererste Film, von dem ich jemals einen Blu-ray-Check gemacht habe. Mittlerweile sind wir beim Blu-ray-Check Nummer 1125, glaube ich, angekommen. Und es war das Jahr 2014, als ich meinen Kanal umstrukturiert habe und mit diesem neuen Format gestartet habe. Der allererste Titel, der von Ascot Elite als Rezensionsmuster bei mir angekommen ist und dem ich eben den allerersten neuen Blu-ray-Check spendiert habe. Das ist etwas ganz Besonderes und ich würde euch an der Stelle auch wirklich bitten, diese alten Videos nicht mehr anzuschauen. Aber interessanterweise hat der Film jetzt natürlich auch eine Neuauflage spendiert bekommen. Dabei gibt es bei diesem Release auf der Blu-ray sogar zwei verschiedene Filmfassungen. Wir hatten auf der alten deutschen Blu-ray von Ascot Elite hatten wir neben dem Film in der normalen 96 Minuten langen Fassung auch mehrere Deleted Scenes mit an Bord. Ansonsten waren es eigentlich nur Trailer, wobei es jetzt eben bei der Shamrock Blu-ray auch die komplette japanische Langfassung als Bonusmaterial gibt. Die ist allerdings nicht im Format 2,35:1, sondern ist nur im Vollbildformat enthalten und im kantonesischen Original mit deutschen oder englischen Untertiteln. Dafür ist diese Fassung aber eben circa 12 Minuten länger als die alte Fassung, wobei auf der alten Blu-ray übrigens nur circa 5 Minuten an Deleted Scenes wirklich enthalten waren. Das ist natürlich dann auch wieder ein Ansporn, sich von diesem Film eine weitere Fassung ins Regal zu holen, vor allem wenn es bei Ninja Commando eben auch dermaßen geniale Cover-Artworks gibt, wie das, was jetzt hier vor mir steht. Interessanterweise lief dieser Film eben in den deutschen Kinos sogar überhaupt nur geschnitten und kam dann später mit Freigabe-Empfehlung, sagen wir mal, ab 16 Jahren auch nur in einer gekürzten Fassung auf Videokassette auf den Markt. Erst auf DVDs gab es dann von Ascot Elite, nachdem Splendid natürlich im Jahr 2003 auch noch einmal die alte geschnittene, ranzige FSK 16 Cut-Fassung verwurstet hat, gab es dann die ungekürzte Fassung, wobei sich diese ja nur geringfügig eben unterschieden hat. Es waren 60 Sekunden Material circa, die bei der alten VHS-Fassung gefehlt haben, beziehungsweise waren es dann bei der DVD überhaupt nur mehr 20 Sekunden insgesamt. Insbesondere diese eine Kopf-Ab- beziehungsweise Ohr-Ab-Sequenz war es eben, die uns da vorenthalten geblieben ist. Aber wir sind bei dieser Fassung, bei dieser Blu-ray jetzt eben mit auch der japanischen Langfassung ausgestattet worden, die eben im Vollbildformat da ist, wo es auch größtenteils japanische Untertitel im Bild gibt, wo die Zahl der Unterschiede wirklich gigantisch ist. Wer sich dafür interessiert, findet übrigens auch bei den Kollegen von schnittberichte.com einen ausführlichen Bericht, wo MUX 47 sagenhafte 278 Unterschiede dokumentiert hat, die diese beiden Fassungen eben voneinander trennt. Da war es natürlich auch klar, dass man für diese Fassung jetzt dann nicht die deutsche Tonspur anlegen konnte, sondern dass man das im Original nur mit Untertiteln belässt. Auch hier gibt es 200 Stück überhaupt nur von dem Mediabook. Unsere individuelle Nummer ist hinten aufgedruckt und generell liebe ich die Art, wie sich dieses Cover-Artwork hier dynamisch präsentiert und eben auch in dem Stil, wie wir damals zahlreiche Hongkong Kinoplakatmotive gefunden haben, sehr schön eben die einzelnen Elemente und Charaktere arrangiert. Vor allem, weil wir dann ein weiteres Cover, das bei mir tatsächlich in der engeren Auswahl war, ob ich das vielleicht sogar außen auf einem Mediabook haben möchte, hier auf dem Booklet Frontcover ist, da freue ich mich persönlich natürlich über die Abwechslung, beziehungsweise gibt es in dem Fall kein zweites Artwork, kein zweites Plakatmotiv, diesmal auf dem Backcover, sondern ein alternatives Motiv. Wir haben hier zum Beispiel das ganz grauenhafte alte Splendid DVD-Cover mit auf der Blu-ray, wobei das finde ich als Disc-Design absolut perfekt passt, wobei je nachdem, wie groß dieses Loch hier auf der Stirn von dem leicht schielenden Typen ist, könnte man das Ganze ja auch quasi zensieren müssen für eine FSK 16 Fassung, Freigabe. Und außerdem haben wir hier dann noch ein weiteres interessantes Artwork auf der DVD. Spannend finde ich, dass der hier dargestellt, also wirklich, das ist ein Jackie Chan Lookalike Sondergleichen, hier in einem wirklich wunderschön durchgehenden Innendesign dargestellt wird. Das ist ein wirklich tolles, dynamisches Motiv, das wir eben hier im Inneren
Hörerin von dem Mediabook bestaunen können, das mir persönlich auch wirklich wahnsinnig gut gefällt. Und damit können wir einen Blick durch das Booklet werfen, das uns übrigens auch bei diesem Titel wieder von Christoph Kellerbach serviert wird, wobei das in dem Fall einen deutlich dickeren Eindruck macht als bei zahlreichen anderen Shamrock Media Books, die ich da jetzt in der letzten Zeit gesehen habe. Es steht nur keine Seitenzahl hinten drauf. Dabei liebe ich schon einmal die Art, wie der Titelschriftzug hier am Anfang präsentiert wird. Das Ganze ist, finde ich, richtig cool gestaltet, vor allem eben auch mit diesem ein bisschen natürlich klischeehaften, aber trotzdem einfach passenden Schriftarten schön arrangiert, die einzelnen Bildelemente, die wir da haben, und dazu dann eben Christophs Text mit einigen Hintergrundinformationen zum Film beziehungsweise der Leute, die daran beteiligt sind. Man merkt, dass man hier ein bisschen die größere Schriftart gewählt hat, damit man natürlich das Booklet etwas besser füllen kann, wobei ich jetzt eben nicht glaube, dass man damit einen Mangel an Text kaschieren wollte, sondern dass man einfach den verfügbaren Text auf mehr Seiten und auf ein damit größeres Booklet ausgedehnt hat, auch noch dazu mit mehr Bildern angereichert hat, und dass das in meinen Augen ein wirklich sehr schön gestaltetes, optisch abwechslungsreiches Booklet ist, mit einer tollen Gestaltung, mit einem, gehe ich einmal bei Christoph Kellerbach davon aus, interessanten und lesenswerten Text. Da bin ich persönlich wirklich extrem, extrem gespannt, was es damit auf sich hat. Vor allem freue ich mich über die japanische Langfassung von dem Film und auch ein bisschen an dieses auf dieses Nostalgische, das ich da jetzt eben erlebt habe für meinen allerersten Blu-ray-Check. Es ist mittlerweile 10 Jahre her, es ist unpackbar. Und hier ist dann Ninja Commando noch einmal in einer verbesserten Fassung. Aber apropos verbessert, der liebe André hat in der vergangenen Woche auch meine Sammlung wieder einmal verbessert mit seinem großartigen Mystery-Paket, das er mir dazukommen hat lassen, mit einigen tatsächlich auch literarischen Werken, beziehungsweise vor allem natürlich auch zahlreichen Filmen, die ich mir jetzt dann mit euch im nächsten Teil von diesem Sammlungsupdate anschauen möchte. Da sag ich noch einmal vielen, vielen Dank an André L. Auf der einen Seite natürlich eben für das Mitbestellen der letzten 4 Mediabooks, beziehungsweise natürlich ganz besonders auch für dieses Mystery-Paket, und ich freue mich drauf, jetzt mit meinem Spickzettel in der OFDB noch einmal einen Blick auf die cinematografischen Entdeckungen zu werfen, die ich da vom lieben André bekommen habe. Ist es nicht schön? Und ganz ehrlich, ich liebe Mystery-Pakete, wenn sie geschlossen sind und ich überhaupt erst entdecken darf, was sich überhaupt drinnen verbirgt. Aber ich liebe Mystery-Pakete auch dann, wenn ich schon weiß, was sich drinnen verborgen hat und ich mir die großartigen Inhalte noch einmal zu Gemüte führen darf. Vor allem, weil natürlich mit dem Spickzettel der OFDB im Hintergrund man wahrscheinlich auch das ein oder andere Detail über die enthaltenen cinematografischen Köstlichkeiten oder Brechmittel erfahren kann, die einem sonst verborgen geblieben wären. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich vom lieben André L. in der vergangenen Woche wieder ein wunderschönes Mystery-Paket bekommen habe, das wir uns jetzt hier in diesem Update oder quasi im zweiten Segment vom Sammelsurium-Clip, je nachdem, was ich gerade laufen habe, noch einmal näher anschauen. Aber apropos näher anschauen, exakt dieses werde ich jetzt hier auch machen. Wir werden uns um die Bücher ganz zum Schluss kümmern und zuerst einmal einen Blick auf die enthaltenen Filme werfen. Und da starten wir mit einem ganz besonderen Film, der tatsächlich gar nicht mal mehr so leicht zu bekommen ist, weswegen ich ihn auch noch nicht in meiner Sammlung hatte und der vor allem auch für das James-Bond-Universum was Besonderes ist. Im Jahr 1983, als eigentlich gerade Roger Moore amtierender James-Bond-Darsteller war und tatsächlich auch Octopussy in die Kinos kam, immer noch einer der Filmtitel, wo ich kaum fassen kann, dass der jemals genehmigt wurde, gab es ein Remake von dem anderen Sean Connery Bond Feuerball unter dem Titel Sag niemals nie oder eben Never Say Never Again, der lustigerweise eben in Skandinavien von
Svensk Filmindustrie veröffentlicht wurde und nicht von MGM, aber trotzdem mit dem bekannten MGM Artwork. Dadurch, dass es sich um ein Remake handelt, ist er nicht offizieller Teil des James Bond Universums, deswegen auch nicht in den James Bond Collections enthalten, deswegen auch nicht in den Depp und Depper James Bond Retrospektiven dabei. Das ist übrigens etwas, das den lieben Herrn André L. so gar nicht gefreut hat, weswegen er mir jetzt dankenswerterweise die Blu-ray zugeschickt hat und außerdem diesen Film auch gleich noch einmal zu einem Wunsch-Quickie nominiert hat, damit ich eben quasi nicht meine Pflicht vernachlässige, auch über diesen Bond sprechen zu dürfen müssen. Da freue ich mich allerdings ganz besonders drauf, weil ich hätte den sowieso auch gerne irgendwann einmal besprochen, aber es scheiterte bei mir eben einfach daran, dass ich ihn nicht hatte. Genauso wie ich übrigens auch den nächsten Titel aus dem Mystery-Paket vom lieben André noch nicht hatte. Etwas, das ich glaube eigentlich auf so ziemlich fast jeden einzelnen Titel zutrifft. Zwei sind hier eine Ausnahme, aber dazu später etwas mehr. Hier auch ein Film, von dem ich zuvor noch gar nichts gehört habe. Relentless. Das Cover-Artwork gibt es übrigens auch in Blau mit einem The Cube-artigen Hintergrund in der OFDB. Das ist ein Film, der auch noch unter dem wunderschönen subtilen Alternativtitel Sex Traffic verschleppt und verkauft, vermarktet wurde, aber hier eben Relentless allein gegen das Kartell heißt. Ein Film, der von Lighthouse auf DVD und Blu-ray erschienen ist, mit Lawrence Shaw und David Castro in den Hauptrollen. Ein Action-Streifen, von dem ich tatsächlich noch nie etwas gehört habe und wo ich sehr, sehr gespannt drauf bin, den irgendwann einmal sehen zu dürfen. Und kleine Ironie, ich weiß, was viele Leute über Uwe Boll sagen, ich mag ihn aber irgendwie trotzdem aufgrund vor allem seiner absolut einzigartigen Art und Weise. Und vor allem finde ich es absolut unfair, Uwe Boll als den schlechtesten Videospielverfilmer zu nennen, in einer Welt, in der Paul W.S. Anderson existiert. Und deswegen sehe ich die Kritik an Boll, an den Boll-Werken immer ein bisschen ambivalent, vor allem, weil er ja teilweise auch etwas höherklassige Dinge gemacht hat, so eben beispielsweise im Jahr 2010 seinen Film Max Schmeling mit Henry Maske und Heino Ferch in der Hauptrolle. Man darf ja auch nicht vergessen, 2010, das war die Zeit, wo Uwe Boll noch Dinge gedreht hat wie Darfur, beziehungsweise natürlich waren seine Sachen wie Seed und Postal und Blood Rain und so weiter deutlich früher, nämlich noch teilweise im Blood Rain 2005. Also, aber man hat wirklich das Gefühl, da hat sich Boll mit ein bisschen deutscher Boxgeschichte auseinandergesetzt. Ob er es gut gemacht hat oder nicht, das kann ich an der Stelle gar nicht beurteilen, weil, und das wird jetzt wahrscheinlich niemanden wirklich überraschen, ich den Film Max Schmeling noch nicht gesehen habe, weil ich nicht wirklich der große Boxfilm-Fan beziehungsweise Experte bin, aber es ist auf jeden Fall ein nettes, nettes Stück für die Uwe Boll-Sammlung und da auch irgendwie ein Stück deutscher Filmgeschichte, muss man sagen. Wobei, apropos ein Stück Filmgeschichte, kommen wir zu dem Schauspieler Eric Estrada, der natürlich ein absoluter Kultdarsteller ist für Dinge, die er gedreht hat, vor allem eigentlich eher so am Anfang seiner Karriere. Was haben wir da? Polizeirevier, Los Angeles, Ost, Schlacht um Midway, Honey Boy, okay, und dann vor allem solche Dinge wie Neon Killer, Das dreckige Dutzend 4, Alien Seed, Night of the Wilding, Spiritus oder auch schon Sexfrauen räumen ab, aber natürlich nicht mit Rss geschrieben. Ein Film von Andy Sidaris, den es übrigens bei uns bislang überhaupt nur in einer geschnittenen Fassung gibt. Ah, das ist ein anderes Thema. Eric Estrada, viele von euch wissen wahrscheinlich gar nicht, wer das ist. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich glaube, Teile von seiner Karriere er selber gar nicht mehr wusste, was er oder wer er eigentlich war. Dafür hat er im Jahr 2013 zumindest noch seinen Namen schreiben können unter den Vertrag für einen Film namens Chupacabra vs. The Alamo, auch bekannt als Chupacabra, sie kommen aus der Hölle, oder halt eben Dogs of Hell, Bluthunde aus der Hölle, weil man halt einfach eben die mexikanische Legende rund um die Chupacabra bei uns jetzt nicht sonderlich gut kennt, weswegen auch der andere Chupacabra-Film bei uns ja dann als Mexican Werewolf verkauft wurde. Und obwohl man ihn mit Kürzungen von, ich glaube, 20 Sekunden auf FSK 16-Niveau gebracht hat, dieser Film tatsächlich
beschlagnahmt wurde. Dabei finde ich es allerdings absolut schade, dass tatsächlich auch dieser Chupacabra-Film Dogs of Hell zwar lustigerweise im Pay-TV auf Sci-Fi scheinbar um 20.15 Uhr unzensiert ausgestrahlt wurde, dass es allerdings auf physischen Medien von Dogs of Hell nur eine geschnittene Fassung gibt, die um circa eine Minute an Material erleichtert wurde. Dabei fehlt laut den Kollegen von Schnittberichte.com in dieser FSK 16 Fassung eben gibt es 10 verschiedene Kürzungen, aber bereits gegenüber der amerikanischen Fernsehfassung, also sollte es sich in dem Fall nicht um irgendeine alternative Unrated versus Fernsehfassungsgeschichte handeln, sondern tatsächlich einfach nur eine Fassung, die für den deutschen Markt an Gewalt zensiert wurde. Das ist sehr, sehr schade, weil wäre der Film unzensiert, hätte ich mich wirklich, wirklich, wirklich sehr darüber gefreut und darauf gefreut, mir den Film auch näher anzuschauen. Wohingegen, wenn wir zum Thema sich auf und über einen Film freuen kommen, dann ist der nächste Film von einem großartigen Filmemacher namens Bill Zebub etwas ganz Besonderes für die eigenen vier Wände, nämlich, Ladies and Gentlemen, it's Dick Shark. What? Dick Shark ist ein Film, der tatsächlich in mehreren Fassungen existiert, wo hier auf der Blu-ray tatsächlich über 10 Stunden Material enthalten sind, wobei man das kaum erkennen kann, so toll, wie sie hier mehr oder weniger mit Paint einfach auf ein Foto den Text drauf geklatscht haben dürfen. Aber das ist die original 75 Minuten lange Schnittfassung von der DVD ist in diesem Doppel-Blu-Ray-Set nicht enthalten. Stattdessen gibt es 2 neue Fassungen, nämlich eine, die 2 Stunden lang dauert und eine Version von fucking Dick Shark mit einer Laufzeit von 7 Stunden. Und hat der einfach im Editing Room Xavier Naidoo gehört, über 7 Stunden muss er gehen. Aber gut, ganz ehrlich, auch das ist absolut unerträglich. Da erwarte ich mir tatsächlich immer noch von einer 7-Stunden-Version von Dick Shark, dass sie weniger unerträglich ist als ein 2 Minuten langes Lied von Xavier Naidoo. Wobei ich es tatsächlich ein bisschen schade finde, dass eben diese 75 Minuten lange Originalfassung von dem Film nicht noch mit drauf ist. Es sind nämlich 2 BD25. Man hätte diese Fassung womöglich auch noch irgendwo unterbringen können. Aber egal, ich habe eine Blu-ray von Dick Shark. Wie geil, wie fucking geil ist das? Aber apropos, kommen wir zu anderen Werken und wahrscheinlich zu etwas, das ein bisschen höher klassig ist als Dick Shark. Also ich würde es jetzt vermuten, ich kann es natürlich nicht ganz mit 100%iger Sicherheit sagen, aber ich glaub's halt einfach. Nice Girls Don't Stay for Breakfast ist ein Film von Bruce Weber, der sich tatsächlich mit der Geschichte von Robert Mitchum beschäftigt. Das ist quasi eine Dokumentation, die hier im englischen Original nur mit französischen Untertiteln vorliegt, die 96 Minuten lang dauert und die offensichtlich so weit unter dem Radar gelaufen ist, dass nicht nur diese Fassung nicht in der OFDB eingetragen ist, sondern der ganze Film nicht in der OFDB eingetragen ist, was mir natürlich die Informationsbeschaffung etwas erschwert hat, aber leider hat dieses Exemplar beim Versand ein bisschen gelitten, aber trotzdem, Robert Mitchum ist natürlich ein absolut klassischer amerikanischer Schauspieler, der in einigen wirklich beeindruckenden Filmen mitgewirkt hat und dem hier eben diese Doku gewidmet wurde. Auf jeden Fall ein interessantes Stück Zeit- und Filmgeschichte, wo ich mir ganz sicher bin, dass André gerade diese Doku aus einem Grund ins Mystery-Paket gelegt hat. Ich würde mal tippen, dass hier wahnsinnig viele besonders interessante und spannende Geschichten rund um das Filmbusiness beziehungsweise natürlich eben in erster Linie eben dann auch Robert Mitchum enthalten sind. Und apropos eine ganz besonders interessante Geschichte, das bringt mich dann tatsächlich zu dem nächsten Titel, den wir hier im Mystery-Paket haben, nämlich ein Film unter dem einfach harmlosen Titel 3. Okay, 3. Was? 3? The Fast and the Furious 3? Pirates of the Caribbean 3? Nein, 3. Es ist einfach nur 3.
Aber dieser 3 ist von Johnny To und aus dem Jahr 2016 und ist zumindest laut OFDB niemals hierzulande veröffentlicht worden. Und das wundert mich, weil eigentlich Johnny To ein extrem bekannter Filmemacher aus Hongkong ist und dessen letzte Werke eigentlich so ziemlich alle doch bei uns irgendwie gelandet sind, wenn wir da schauen. Auf diese Zeit, nein, also Vengeance 2009 ist gelandet, Drug War kam dann im Jahr 2012. Das ist der einzige, der sonst noch eine gewichtete Bewertung in der OFDB hat und der eben von Koch Media damals veröffentlicht wurde. Aber es gibt tatsächlich einige Sachen, so wie Romancing in Thin Air oder Blind Detective, den es zum Beispiel auch nur in Asien auf Blu-ray gibt, wobei es den zumindest irgendwie scheinbar über Netflix zu geben scheint. Aber das ist natürlich etwas ganz Besonderes, weil Johnny To ist ein bekannter Filmemacher, der sich nämlich vor allem eben auch sehr politisch engagiert mit Sachen wie Police Tactical Unit, Breaking News, Election, Exiled, Mad Detective und eben auch Vengeance, Running Out of Time, A Hero Never Dies, Heroic Trio, Executioners, The Barefooted Kid, Big Heat. Hat einige tolle, interessante Titel gemacht, die eben auch in meiner Sammlung sind, aber 3 war logischerweise noch keiner davon, weil es ihn eben bei uns gar nicht gab. Und das ist eine schöne Sache, wenn man dann so eine Überraschung im Mystery-Paket erlebt. Das hier, weil ich ja persönlich eben sehr, sehr die ganzen asiatischen Filme schätze und eben auch nicht nur, also nicht nur Hongkong, natürlich auch Japan und Südkorea machen einige absolut tolle Filme. Interessanterweise hier übrigens ein Schuber, der oben und seitlich zu ist und der nur nach unten hin offen ist, wo man dann das Keepcase entnehmen kann, das grundsätzlich dasselbe Artwork eben hat, das wir auch auf dem Schuber hatten, vorne wie hinten. Und im Inneren gibt es dann hier sogar, coolerweise, ein Innendesign mit Johnny To vor seiner Kamera. Das ist auch ein Wahnsinnsgerät eigentlich. Und ein paar weiteren Infos dazu. Ist auf jeden Fall alles besser als nix, beziehungsweise dann eben nur die beflatschte Rückseite von einem Wendekammer. Schönes Case, schöne Verpackung, schöne Sache, dass dieser Film bei mir gelandet ist. Und ich muss aber tatsächlich dazu sagen, auch eine wirklich tolle Sache ist das nächste, das ich ausgepackt habe, denn das ist nicht einfach nur ein Titel, sondern gleich der Startschuss für eine neue Reihe mit einigen interessanten Titeln. Kinolorbeer zählt definitiv neben Leuten wie Vinegar Syndrome, Shout Factory, Arrow Video und so weiter und so fort zu den wichtigsten, besten und einflussreichsten amerikanischen Filmlabels, die dafür sorgen, dass einige ansonsten womöglich komplett vergessene Genreperlen aus längst vergangenen Tagen auch ein High Definition bzw. aktuell sogar 4K UHD Debüt feiern dürfen. Und offensichtlich haben die vor einiger Zeit ein neues Sublabel gegründet, nämlich Kino Kult. Und da habe ich vom lieben André L. in meinem Mystery-Paket die ersten 4 Titel zu Kinokult bekommen, wobei hier interessanterweise 2 Filme von Phil Smoot und 2 Filme von Jess Franco mit dabei sind. Wie in Amerika gewohnt, bekommen wir hier einfach nur die Standard-Keepcases in einem O-Card-Schuber, wobei anders als eben bei Vinegar Syndrome diese O-Card-Schuber recht dünn ausgefallen sind. Und man merkt hier, finde ich, noch bei den ersten Titeln, so wie es André auch formuliert hat, noch ein paar kleine Kinderkrankheiten, so dass eben der erste Schuber vom ersten Teil deutlich größer ausgefallen ist und deutlich breiter ausgefallen ist beim Spine als bei den anderen Titeln, was natürlich dann beim Transport zu Verformungen führen kann, weil ja das Keepcase, das drinnen ist, de facto nicht breiter ist. Man sieht das, finde ich, auf der Seite ganz besonders deutlich, dass das hier eben scheinbar auch ein bisschen nicht schief gewickelt, sondern schief geklebt ist. Aber ist jetzt alles eigentlich halb so wild? Ich würde mir stattdessen gerne einfach einmal die entsprechenden Titel mit euch anschauen, denn da sind sicherlich einige interessante Sachen zu holen. Es gibt hier auf der einen Seite den Film Lorna, The Exorcist aus dem Jahr 1974. Gut. Es ist wahrscheinlich kein leichtes, alle Filme von Jess Franco zu kennen. Immerhin hat er alleine laut OFDB bei 212 Projekten auf dem Regiestuhl gesessen. Und ich würde fast tippen, dass die Dunkelziffer noch deutlich größer ist. In dem Fall handelt es sich eben um einen Film aus dem Jahr 1974 mit Lina Romay und Howard Vernon, den man
hierzulande wahrscheinlich kaum kennen wird, weil es gibt zwar auch in Frankreich über La Chartie Film eine Blu-ray-Auswertung, er ist auch dort natürlich auf Videokassette erschienen, aber im deutschsprachigen Raum wurde dieser Film niemals vertrieben und ist niemals veröffentlicht worden. Deswegen hier auch ein Blick auf die amerikanische Blu-ray, die zudem auch noch ein bisschen Bonusmaterial enthält und Region Code Free ist dabei, allerdings scheinbar eben nur im Französischen, würde ich jetzt an der Stelle tippen, original mit englischen Untertiteln ausgestattet ist, wobei es interessanterweise auf der französischen Blu-ray auch eine englische Tonspur gibt, also könnte man womöglich hoffen, dass, ach hier steht sie, includes both English and French audio tracks, das ist natürlich für mich eine tolle Sache, weil ich persönlich ja also weder die französische Sprache noch besonders schön finde, noch gerne Untertitel einen ganzen Film mitlese. Also da würde ich definitiv dann die englische Sprachfassung bevorzugen. Aber neben diesem Film von Jess Franco würde ich jetzt tatsächlich gleich einmal zur Nummer 4 von dieser Reihe gehen, nämlich dem zweiten Jess Franco. Das ist der Film Sinner, The Secret Diary of a Nymphomaniac, auch genannt gut, La Journal Intime. Die direkte Übersetzung. Auch das übrigens ein Film, den es in Frankreich über La Chartie Film auf Blu-ray gibt, wo es ebenfalls eine englische Tonspur mit dabei gibt. Interessanterweise, dass die Featurettes von der französischen Blu-ray hier bei den amerikanischen Auflagen nicht übernommen wurden, sondern dass sich Kino Lorbeer hier für eigene Specials scheinbar interessiert hat und engagiert hat, während vor allem Alain Petit für Frankreich gearbeitet hat. Doch, es gibt aber tatsächlich auch noch ein Special mit Gérard Kikuin, das hier noch mit dabei ist, mit Jacqueline Laurent. Also doch die ein oder andere Überschneidung. Wobei auch in dem Fall besonders erwähnenswert ist, dass es sich im Gegensatz zu Lorna interessanterweise hierbei um eine Region Code A Blu-ray zu handeln scheint, dass es eben keine Abspielmöglichkeit gibt hierzulande, außer man hat eben einen Code-Free-Spieler. Auch Sinner, übrigens einer von den Jess Franco-Filmen, die es niemals bis hin zu uns geschafft haben und wo natürlich die Chancen relativ gering stehen, dass sich das jetzt dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte noch einmal ändern wird. Aber kommen wir dazwischen zu den Filmen, zu denen natürlich mein Herz noch ein bisschen deutlicher schlägt, denn neben den beiden Jess Franco-Filmen gibt es auch noch zwei Phil Smoot-Filme in dieser Reihe bei den ersten vier Nummern, wobei ich natürlich ganz am Anfang gleich einmal die Frage stellen muss, who the fuck ist Phil Smoot? Das ist ein Regisseur, dessen übrigens komplette Filmlibrary jetzt hier gerade schon vor mir steht. Er hat als Regisseur nur diese beiden Filme gemacht, auch als Drehbuchautor, ist allerdings vor allem als Produzent aufgetreten bei 35 Produktionen, hat für tolle Titel wie Warbirds oder Hoodrat oder Hellraiser 3, The Boneyard, Kinder des Zorns 2 oder freaking hell, California X Massacre, eines der unerträglichsten Machwerke der Filmgeschichte, als Produzent gearbeitet, war Assistant Director bei The Boneyard im Jahr 1991 und hat sogar die B-Kamera im 3D-Verfahren von Stärker als stählerne Ketten mitbedient. Dabei schauen wir jetzt allerdings einmal auf den ersten Film, der hier auf der linken Seite steht, auch mit Lache LaRue in der Hauptrolle, die lustigerweise auch bei seinem zweiten Film mitgespielt hat. Waren die vielleicht irgendwie verbandelt? Das ist ein Film, der im deutschsprachigen Raum über Rebell Video veröffentlicht wurde, sogar mit FSK 16 Fassung Freigabe und laut OFDB in der ungeschnittenen Fassung. Dabei ist dieses Artwork, das wir eben hier auf dem Schuber außen finden, dasselbe Artwork, das eben für diesen Film auch für den deutschen Release verwendet wurde. Allerdings ist der Film auch hierzulande ein bisschen Lost Media geworden, denn einen DVD oder gar Blu-ray Release gibt es bei uns von dem Film nicht, wobei ich das vor allem laut Ansicht alleine schon von den Backbildern auf dem Backcover absolut schade finde, insbesondere wenn es sich um eine 4K-Restauration vom Original 16mm Kamera-Negativ handelt, der Regisseur in dem Fall sogar einen neuen Audiokommentar eingesprochen hat, also das auf jeden Fall jemand ist, der auch egal wie wenig er quasi im Filmgeschäft geleistet hat, da noch ein bisschen mit Herz und Seele dabei ist. Aber apropos mit Herz und Seele,
Holy freaking hell! Ich muss zugeben, ich fand ja das Cover-Artwork schon genial, aber im Vergleich zu dem hier kann das ja wirklich gar nichts. Abgesehen davon, dass das noch einmal wesentlich höher und besser wirkt, dadurch, dass es ein blaues Cover-Artwork ist bei der blauen Blu-ray-Hülle, finde ich, dass diese Zeichnung hier auf diesem Frontcover-Artwork doch schlicht und ergreifend grenzgenial ist. Alleine diese Pose, die sie hier hat, wo sie wahrscheinlich alleine durch den Rückstoß von dem Revolver aber sowas von auf die Pappen oder auf den Popsch fliegen wird, wohin sie eigentlich schießt, nachdem sie ja ganz offensichtlich 20 Meter hinter diesem Alien steht und dann links einfach gerade vorbeifetzt. Es ist einfach unbeschreiblich, wie wundervoll dieses alte amerikanische Originalmotiv zu diesem Film ist. Wäre natürlich, finde ich, fast auf dem Schuber noch geiler gewesen, wobei das ein bisschen noch mehr den Star Wars Vibe eigentlich hat. Also das ist ein schon einmal auf den ersten Blick absolut faszinierender Release, wo ich es echt kaum erwarten kann, den endlich in meinem Player zu haben. Insbesondere hier gibt es dann natürlich als Wendecover auch nochmal das andere Motiv, aber hier war für mich ganz klar, welches Motiv dann nach außen muss. Das ist eine großartige Sache. Und wir können natürlich auch an der Stelle gleich einmal zum nächsten Titel wechseln. Das ist dann The Dark Power aus dem Jahr 1986, der allerdings niemals bei uns erschienen ist. Zwar über Moonstone nach England gekommen ist, dort auch eine BBFC-Freigabe ab 18 Jahren erhalten hat und witzigerweise auf der DVD vorliegt, laut OFDB-Angabe. In VHS-Qualität, was ich natürlich eben ganz, ganz wild finde, weil ich kenne natürlich noch aus Anfangszeiten meiner Sammelleidenschaft die Anfangs-DVDs von Labels wie Laser Paradise und sonstigen Dingen, wo man ja wirklich viele, viele grauenhafte Bildqualitäten erdulden musste, nur bei Filmen, die es heutzutage dann auch schon in 4K gibt und in großartig remasterten Formen. Und auch hier ist es eine 4K-Restauration vom 16mm Originalkameranegativ und natürlich hat man halt damals irgendwie einfach wesentlich weniger Arbeit in diese ganzen Sachen investiert und halt einfach, okay, passt, ihr habt die Rechte an dem Film, da kopieren wir die VHS, passt schon wieder. Wird ja wurscht sein bei einem Film wie The Dark Power. Auf jeden Fall bin ich da natürlich wesentlich mehr auf Seite der 4K und UHD und sonstigen Restaurationen insbesondere, weil es sich hier im Gegensatz eben zu dem einen Jess Franco-Film bei beiden Phil Smooth-Filmen um Region Code Free Blu-rays. Ich muss auch sagen, dass ich dieses Cover-Artwork hier absolut großartig finde. Vor allem ihren irgendwie entsetzten, aber doch noch irgendwie mehr überraschten Gesichtsausdruck, während sie auch in einer Position dasteht, als hätte sie sich gerade mindestens 3 Wirbel ausgekugelt. Aber ist eine feine Sache. Im Inneren haben wir da übrigens auch wieder nur das gleiche Design, das wir schon außen haben, beziehungsweise da den gewohnten Disc-Look. Da ist ja auch ist Kino Lorbeer ja generell sehr, sehr sparsam bei ihren Disc-Artworks. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich habe jetzt noch gar nicht geschaut. Jetzt werden wir gleich einmal nachschauen. Wie viele von diesen Kino-Kult- Blu-rays es eigentlich mittlerweile schon gibt. Auf der Seite von Kino Lorbeer sind da nämlich einige Titel gelistet, wobei aus irgendeinem Grund die Liste nicht ganz aufgeht, warum auch immer. Doch, jetzt geht's auf. Da ist zum Beispiel, na, so einfach ist das jetzt nicht, weil sie nicht nur die Kinokult 3 da listen. Naja, auf jeden Fall sind das die ersten 4 Titel von einer Reihe, wo ich definitiv sehr, sehr, sehr gespannt bin, was wäre, wenn Kino die noch fortsetzen würde, was für tolle Titel man dann noch finden kann, weil Kino Lorbeer ja natürlich auch in ihren normalen Reihen einige absolut kultige, kultverdächtige Titel hat. Und ich mich sehr, sehr freue, dass die jetzt in meiner Sammlung bin, sehr gespannt bin, was man da noch entdecken können wird in der Zukunft. Aber das sind Dinge, vor allem natürlich die Phil Smooth-Titel, bin ich extrem gespannt. Freue ich mich sehr, dass ich diese jetzt habe. Aber nicht nur auf Blu-ray, sondern auch auf DVD sind einige wirklich interessante Titel im Mystery-Paket vom lieben André L. enthalten gewesen, nämlich auch hier wieder einige Filme, von denen ich noch nicht einmal wusste, dass sie existieren und natürlich auch ein paar Filme, von denen ich mir gewünscht hätte, dass es so bleibt.
Aber starten wir tatsächlich zuerst einmal mit einem Film, der wirklich exakt nach meinem Geschmack ist, nämlich den großartigen Hell Warriors in der DVD-Version von Polarfilm. Das ist ein Titel, der übrigens hierzulande nur in einer extrem stark geschnittenen Fassung auf VHS-Kassette veröffentlicht wurde, die nur 80 Minuten an Laufzeit hat. Dabei allerdings interessanterweise identisch ist von der Laufzeit her mit der französischen Fassung, die allerdings im Bildformat 2,00:1 gehalten ist, wohingegen die deutsche Fassung nur 1,85:1 bietet. Der Film war von März 1986 bis Februar 2011 auch auf dem Index für jugendgefährdende Medien und ist in der malaysischen Video-CD-Fassung mit 115 Minuten Laufzeit angegeben und in der britischen Version sogar mit 124 Minuten auf der BBFC-Webseite, wobei die BBFC von 4 Sekunden Zensur spricht, nämlich bei dem Herausreißen von Zehennägeln. Was mir also sagt, dass es von diesem Film grundsätzlich zwei verschiedene Fassungen gibt, nämlich eben eine Originalfassung beziehungsweise für den internationalen Vertrieb dann eine offensichtlich zwischen 30 und 40 Minuten gekürzte Fassung, die aber, nehme ich jetzt mal an, in erster Linie Handlung entbehren wird, weil eben auch hier bei dem Fassungseintrag der deutschen Fassung von einer Action-Orgie, oder bei der französischen Fassung steht es dabei, von einer Action-Orgie die Rede ist da, würde mich eben wirklich nur interessieren, ob die alte deutsche Videofassung womöglich vielleicht sogar an Gewalt unzensiert war und eben zum Beispiel eben dieses Zehennägel rausreißen und so weiter enthalten war. Vielleicht hat da ja von euch irgendwer Informationen für mich, weil wenn bei dieser Action-Orgie tatsächlich lediglich Handlung fehlt, dann würde das meine Schauerwartung nicht beeinträchtigen, aber sollten es eben auch Gewaltschnitte sein, dann würde mich das schon eher davon abhalten, dem Film einen Spin durch den Player zu geben, aber wer weiß, vielleicht kommt auch irgendwann einmal dann noch einmal mehr, das klingt ja auch irgendwie nach einem Titel, den Vinegar Syndrome bringen könnte, aber sollte hier tatsächlich die volle Action-Dröhnung enthalten sein, würde ich mir die L Warriors auf jeden Fall gerne mal reinziehen, weil alleine dieses Cover-Artwork ist doch absoluter Bombast und ist tatsächlich das exakte Gegenteil von dem nächsten Titel, den ich auf DVD vom lieben André L. bekommen habe, nämlich Susanna Vogels Cat Person mit Emilia Jones und Nicholas Brown, ein Film aus dem Jahr 2023, den es offensichtlich ausschließlich in Skandinavien physisch gibt und dort auch nur auf DVD, so wie man sich das im Jahr 2023 erwarten würde. Goddamn! Studiokanal hat eben bei uns noch nichts gesagt über einen möglichen physischen Releases. Scheint dann auch eher unwahrscheinlich, dass ein solcher erfolgen wird, weswegen ich natürlich sehr froh bin, dass der liebe André hier extra für mich eine Import-DVD aus Skandinavien angekarrt hat für diesen Titel. Vor allem kann ich zwar aufgrund meiner mangelnden, also nicht vorhandenen skandinavisch Kenntnisse nichts über die Inhalte dieses Films sagen, aber das wird sich relativ bald ändern, denn André hat sich von diesem Film dann auch in ein paar Monaten ein Wunsch-Quickie-Review von mir gewünscht und das werde ich definitiv auch sehr, sehr gerne liefern. Dann kommen wir zu den nächsten zwei Filmen aus dem Mystery-Paket, die ich tatsächlich schon kenne, beziehungsweise zumindest habe. So viel kann ich nach einer Durchsicht OFDB garantieren, dass ich diese beiden Filme auch in diesen beiden Fassungen bereits in meiner Sammlung besitze. Bei den Spaghettis in Shanghai sogar auch noch eine große Hardbox von AVV dazu. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich diese Filme jemals gesehen habe. Das ist etwas, das man aber definitiv nachholen kann, denn auf der einen Seite wirkt 18 Fingers of Death vielleicht noch ein bisschen einem peinlichen Machwerk, auf der anderen Seite, naja, ganz ehrlich, ich weiß genau, was für Witze ich hier auf meinem Kanal zum Besten gebe. Also, das klingt dann in dem Fall exakt nach einem Titel für mich. Falls ich den noch nicht gesehen habe, möchte ich das definitiv in absehbarer Zeit nachholen. Wirkt auf jeden Fall nach herrlich dümmlichem Klamauk nach diesen Bildern und ist irgendwie ein Titel, der mir eben aus der damaligen DVD-Review, ach, da gab es noch echte M-Ray-Hüllen, Wahnsinn, beim DVD-Forum in Erinnerung geblieben, der Titel.
aber womöglich auch wirklich, wirklich unterhaltsam. Dann kommen wir zu einem Titel, der definitiv nicht irgendwelche woken Gemüter erhitzen könnte. Gut, das ist mir wurscht, aber drei Spaghetti in Shanghai oder auch die drei Supermänner aus Shanghai oder Superman Against the Orient. Also eine italienische Hongkong-Koproduktion von Bitto Albertini, die sich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher ist, wen sie gerade eigentlich beleidigen will. Also nehmen wir es einfach gleich alle. Der Film lief über die Konstantin in den deutschen Kinos, wurde da von Brunnermann synchronisiert, war in der deutschen Kinofassung leicht an Gewalt zensiert, lief dann allerdings komischerweise niemals auf Videokassette, aber kam glücklicherweise auf DVD dann eben von Voulez-Vous auf den Markt, hat dann eben auch, wenn ich es auf die Schnelle im Regal finde, tatsächlich, von AVV ein Repack bekommen. Was natürlich interessant ist, dass man hier dann ein quasi Retro-VHS-Cover gebastelt hat aus diesem Motiv, ohne dass es jemals eine wirkliche VHS gab. Aber das ist quasi einfach nur noch mehr angelehnt an dem original deutschen Kinoplakatmotiv. Ich bin auf jeden Fall extrem happy drüber, dass es diesen Film gibt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich den jemals gesehen habe. Da ist auf jeden Fall die Beilage im Mystery-Paket für mich eine absolute Erinnerung daran, diesen Missstand in meiner cineastischen Erziehung aufzuarbeiten. Vor allem, weil in der Hardbox übrigens ja auch nur die Jackie Chan Master Edition enthalten ist, obwohl Jackie Chan mit diesem Film nichts zu tun hat. Strange. Dass ich bei diesem Film, dass ich den auf jeden Fall in meiner Sammlung brauche und deswegen alleine nur für den Fall, dass da irgendeinem von meinen anderen Exemplaren mal was passieren sollte, definitiv einen Ersatz brauche, damit ich diesen Film in meiner Sammlung auf gar keinen Fall verliere. Aber wir kommen... Okay, nein, ich brauche, glaube ich, noch ein kleines bisschen Bedenkzeit, bevor ich so weit gehen kann. Deswegen möchte ich an der Stelle mal ganz kurz zu den Büchern auf der rechten Seite kommen, aber noch nicht zum größten Buch, sondern einmal nur zu den kleineren, um hier vielleicht ein bisschen Symmetrie bzw. Stabilität auch für das Update zu haben. Da habe ich nämlich auf der einen Seite vom lieben André diesmal nicht nur eines, sondern gleich zwei verschiedene Notizbücher bekommen. Eines davon natürlich wie gewohnt mit dem Antlitz von Awkwafina. Ich habe jetzt, glaube ich, drei oder vier Awkwafina Notizbücher. Das sind tatsächlich drei oder vier mehr, als ich jemals erwartet hatte, dass ich da jemals haben werde. Außerdem ist hier noch ein zweites Notizbuch mit, und ich habe es auf den ersten Blick nicht erkannt, Amber Heard vorne drauf mit einem Zitat, das sie tatsächlich im Gerichtsprozess gegen Johnny Depp wirklich gesagt hat, My dog stepped on a bee. Und auch hier ist das Ganze quasi in weiser Vorbereitung für sämtliche Amber Heard Filme. Diese, gut, da muss man noch ein paar Johnny Depp Filme einnehmen, weil das so viel werden das, waren das nicht und werden das wohl auch nicht mehr werden. Beziehungsweise für den Fall, dass ich mich als multilinguales Sprachtalent weiterbilden möchte, habe ich hier tatsächlich noch etwas Skurrileres bekommen, das ich euch an der Stelle gerne zeigen möchte, nämlich Klingonisch für Anfänger. An der Stelle übrigens noch einmal hier in Nahaufnahme erwähnt, dieses absolut großartige Cover-Artwork mit dem Klingonisch-Lehrer und den Klingonisch-Schülern. Ich bin fassungslos, wie geil ich das eigentlich finde. Beziehungsweise mit tatsächlichen Lektionen. Es ist echt aufgebaut wie ein authentisches Schul- und Lernbuch nur zum Thema Klingonisch. Das ist so geil, dass das existiert. Ich fasse es einfach nicht. Und dazu gibt's dann hier auch noch ein Übungsbuch inklusive Audio-CD. Hey, das ist derselbe Lehrer, derselbe Klingonisch-Lehrer ist auf beiden Büchern drauf. Und auch hier natürlich mit der Audio-CD und mit dann zahlreichen Hörbeispielen und Hörübungen haben wir wirklich eine ganz, ganz, ganz wilde
Lernsache. Ich weiß, ich kann noch nicht garantieren, dass es meine Zeit hergibt, wirklich intensiver Klingonisch-Experte zu werden. Aber eines muss man schon sagen, wenn es würde mich definitiv, definitiv reizen. Aber ich glaube, dass meine Stimme einfach grundsätzlich so gut zu einer martialischen, kriegerischen Rasse passen würde. Weil ich glaube, bei mir klingt alles so, als würde ich gerade irgendwie Full Gas aggressiv sein. Deswegen wechseln wir gleich einmal das Thema zu etwas, das mich definitiv nicht aggressiv macht, nämlich einem recht coolen Aufsteller zu Killers of the Flower Moon mit DiCaprio und De Niro, der eben in den Kinos dann doch war, dankenswerterweise, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das da mit physischen Auswertungen aussieht, aber ist ein Film, den ich mir auf jeden Fall auch gerne einmal anschauen möchte. So! Ich hab's zwar probiert, ich hab's ein bisschen herauszögern können, aber jetzt auch nicht so genug, also Weihnachten. Wir werden keine Freunde mehr dieses Weihnachten und ich vor allem nicht im freaking April, wobei ich dieses Jahr bereits im April des Jahres auf die Zeit mit der höchsten Selbstmordrate des Jahres denken darf, denn im Mystery-Paket von André L. sind zahlreiche Weihnachtsfilme enthalten. Und einer davon ist auch schon für ein Wunsch-Quickie-Review datiert, nämlich der Film Weihnachtsglocken, Liebe in letzter Minute oder auch Christmas Bells, wobei Get It Bells, Bell, das ist irgendein amerikanischer Fernsehscheiß von Terry J. Vaughan, mit Leuten, die ich noch nie gehört habe und wo ich glaube, dass das auch gut ist, wenn ich nicht weiß, wer das ist und wo sie wohnen, die solche Filme verbrechen. Auf jeden Fall ist das ein Machwerk aus dem Jahr 2019, das es interessanterweise unter einem auch ganz grauenhaften deutschen Titel noch mit zu uns geschafft hat. Aber ich brauche jetzt mich gar nicht mal so sehr über diese Veröffentlichung oder die mangelhafte Grammatik bzw. die Information, worum es in der Weihnachts wirklich geht, beschweren, weil ich weiß, ich werde mich noch mit diesem Film etwas näher beschäftigen dürfen müssen. Das finde ich allerdings bei weitem nicht ganz so schlimm wie eine andere DVD in diesem Mystery-Paket von André, denn diese DVD hat einen großen Vorteil. Ich kann es kaum fassen, dass ich das sagen muss. Aber es ist ein Weihnachtsfilm drauf. Also, das ist wirklich schlimm, aber es sind nicht 6 Weihnachtsfilme drauf, ja, von freaking Hallmark Channel, eine Countdown to Christmas Collection mit absolut meisterlichen Titeln wie A Royal Corgi Christmas. Ja, A Tale of Two Christmases. Das ist das andere nicht Hanukkah. Naja, aber Big Fat Christmas, Royal Nanny, A Kismet Christmas, A Christmet quasi. Und dann auch noch tatsächlich dieser Raum hier oben. Ich glaube, das, was mich tatsächlich am meisten beleidigt, ist, dass das Bild oben wirklich nach Wien ausschaut, irgendwie. Ich meine, es ist dasselbe Bild, einfach nur wieder unten, nur ohne Hund, aber also, nachdem wir das letzte Jahr gerade erst einen solchen Film mit Weihnachten in Wien hatten, kann ich wirklich nur hoffen, dass es da nicht mehr... Ich meine, das Einzige, was ich wirklich bei diesen Machwerken interessant finde, ist, dass die alle, mit einer Ausnahme, weil für den Scheiß hat man mehr Zeit gebraucht, 84 Minuten dauern, also genau amerikanische Fernsehlänge quasi.
Kriege ich allergische Zustände. Aber es ist natürlich auch so ein ganz toller Release, wo wir drei Filme auf einer DVD haben. Und was mich am meisten fertig macht, ist, dass die beiden DVDs nicht einmal dieselbe Farbe haben, aus welchem Grund auch immer. Weil man bei der einen, bei der blauen Schicht, offensichtlich auf eine weiße Grundierung drunter gesetzt hat und dann bei der anderen nicht. Wobei aber diese zweite DVD besser zu dem Farbschema passt, in dem auch der Einleger eigentlich ist, sodass genau diese DVD hier drinnen eigentlich wie ein Fremdkörper wirkt. Und warum fällt mir sowas auf? Aber glücklicherweise gibt es hier einen Cast and Crew Block mit den Namen von allen Leuten, die an diesen Filmen mitgewirkt hat, die man quasi direkt auf die nicht mehr reanimieren Liste setzen kann. Wie Tia Carrera, das ist, glaube ich, die Erfinderin der nach ihr benannten Autobahn, oder ich weiß es nicht, aber natürlich spielt bei sowas niemand mit, den man ansatzweise kennt. Das sind dann wahrscheinlich Leute, die, damit sie das irgendwie ansatzweise verarbeiten können, was sie da verbrochen haben, die dann mindestens in 10 Camp Blood Filmen mitspielen müssen, um sich da in ihrem eigenen Ansehen quasi wieder ein bisschen nach oben zu handeln, damit sie sich nicht selber anspucken im Spiegel. Bild. Aber ich weiß, das ist alles extrem schlimm, aber es geht scheinbar wirklich noch schlimmer, denn diese 6 Filme sind ja auf 2 DVDs und das sind original gepresste DVDs aus einem ganz normalen Originalpresswerk, aber offensichtlich war demselben Label der Film The Dancing Detective dieser Aufwand nicht wert, denn A Deadly Tango ist lediglich als DVD-R veröffentlicht worden. Und ja, ich weiß, da schauen jetzt einige wahrscheinlich ganz überrascht rein. Nein, das heißt nicht, dass es ein Bootleg ist. In Amerika ist das ganz, ganz üblich, aber offensichtlich ist es in Amerika auch ganz, ganz üblich, dass derartige Grütze in einer absoluten Massenproduktion rausgeschleudert wird, dass man offensichtlich wahrscheinlich eine eigene DVD-Fabrik brauchen würde dafür, um das Ganze physisch zu veröffentlichen. Mich würde echt interessieren, wie viele Leute so etwas, also auf der einen Seite kaufen oder auf der anderen Seite auch wirklich schauen. Weil ich meine, alleine von diesen Hallmark-Weihnachtsfilmen gibt es, glaube ich, wirklich 20 jedes Jahr. Das war mein Frühstück, das mir da gerade bei dem Gedanken hochgekommen ist. Aber ganz grauenhaft ist natürlich auch der Gedanke an den tanzenden Detektiv. Das tut weh. Das tut so weh. Vor allem, was wirklich, wirklich weh tut in dem Fall ist, das ist ein Wunsch-Quickie. André will, dass ich das schaue. Und ich meine, leider werde ich es wirklich nie schaffen, sämtliche Filme aus Mystery-Paketen wirklich schauen zu können. Ich werde es wahrscheinlich nicht einmal schaffen, sämtliche Filme, die ich mir selber gekauft habe, jemals schauen zu können. Einfach nur, weil es mehr ist, als der Tag Stunden hat. Aber es gibt schon Dinge, bei denen, glaube ich, wäre mein Leben schöner, wenn die Player fernbleiben könnten. Nein, wird natürlich gemacht, das Wunsch-Quickie-Review, und ich werde es mir merken, André. Ich werde es mir merken und ich werde mich irgendwann einmal, wenn du es am wenigsten erwartest, dafür bei dir bedanken. Aber kommen wir tatsächlich zu anderen Multimovie-Collections, auf die ich definitiv sehr gespannt bin. Denn offensichtlich gibt es von Screen Media Films auch so einer quasi Ramschreste-Rampe ranziger Randunterhaltung ein paar Collections, nämlich hier dreimal ein 4-Movie-Pack mit tollen Überschriften wie Demonic Thrillers, Slashers oder auch Vampires and Zombies. Wobei interessanterweise manche von diesen Filmen auch tatsächlich in der UFDB eingetragen sind. Mit manche meine ich nämlich wirklich nicht alle. So habe ich hier beispielsweise den Film Spliced gefunden, der, und jetzt haltet euch fest, hierzulande von Universal
auf DVD veröffentlicht wurde. Ja, die hatten so eine Zeit, da haben sie einige so billigere Fernsehproduktionen oder Direct-to-Video-Geschichten eben auch gebracht, wie auch den Ripper 2 oder so irgendwas ähnliches. Aber der Film, der bei uns Wisher heißt, also nicht Wishmaster, sondern Wisher, da kann man, glaube ich, eine Menge auf Wishern, wenn ich sowas sehe, interessanterweise eben als DVD 10, was so viel bedeutet, wie dass auf der einen Seite der DVD ein Film enthalten ist und auf der anderen Seite der zweite, war damals offensichtlich so, dass das günstiger herzustellen ist als eben die zweischichtigen DVDs. Anyways, den Wisher gibt es bei uns, dann gibt es, bist du deppert, schaut das geil aus, aus dem Jahr 2004 auch noch einen Film namens Blood Gnome, der es aber nicht zu uns geschafft hat, laut OFDB, wo allerdings eine britische DVD von diesem Film, von Film 2000, eine BBFC-Freigabe ab 18 Jahren bekommen hat. Und das war's mehr oder weniger mit den Titeln, die ich da wirklich finden konnte. Deswegen schauen wir mal weiter zu den nächsten Titeln, nämlich zu Shallow Ground. Das ist der einzige Titel, ehrlich gesagt, aus diesen drei Boxen, den ich tatsächlich auf den ersten Blick bereits erkannt hatte. Der kam nämlich eben bei uns aus der MEB Great Movies Best Entertainment Schippe und wurde nämlich damals auch von ihnen, ich glaube, nicht ganz als authentische, sagen wir mal, Blu-ray noch veröffentlicht, wo noch die alten FSK-Flatschen in gigantischem Ausmaß auf die Frontcover gepappt wurden und hatte da, glaube ich, sogar eine Metallauflage, ist fick, als 3D-Upscale erschienen. Also das waren wirklich Verbrechen, die da teilweise an der Filmlandschaft begangen wurden. Das ist unerträglich. Aber der Film war zwar ein Independent-Streifen, aber ich habe den gar nicht mal so schlecht in Erinnerung. Dann gibt es auch noch den Film Trespassing, aka Evil Remains, den es bei uns von Kinowelt gibt, den ich in der Kinowelt-DVD-Auflage offensichtlich auch in meiner Sammlung habe. Das ist einer mit seinem grünen Cover und dem Untertitel Die Schwelle zum Wahnsinn. Ein Film eben mit Ashley Scott, mit Estella Warren. Das ist hier quasi verifiziert, wobei das amerikanische Cover auch ganz, 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 ganz furchtbar ausschaut. Dazu haben wir dann hier noch Severed, Forest of the Dead. Auch das ein Film, den es bei uns gibt, nämlich von Ion New Media. Ist der Titel erschienen, sogar mit einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren, scheinbar die Uncut-Fassung, wobei ich ganz wild finde, wie dieses Cover-Art hier auf dem Frontcover von diesem Vierer-Set aussieht wie ein CGI-Artwork von irgendeinem PlayStation 3-Spiel. Und auch Gone Dark ist in der OFDB eingetragen, ist ein Film, der sogar mit 16er Freigabe von Sony Pictures bei uns erschienen ist. Gut. Wir haben ja hier auch bitte Leute wie Auron Bacall und Henry Cherney mit dabei, Claire Forlani oder der immer noch großartig benannte Pete Postlethwaite. Auch hier ganz eine krude Mischung aus Filmen, wobei in dem Fall muss man echt sagen, da kennt man das meiste und auch diese ganzen blutigen Gnome und der Scheiß, das ist wirklich genau das, was ich liebe. Ich freue mich so sehr über diese DVD-Kollektionen, weil das wirklich, das ist genau die Art von Müll, die ich persönlich wahnsinnig gerne sehe, wie zum Beispiel auch ein Film, der so ähnlich wie das Geräusch übrigens, das ich mache, wenn ich davon höre, dass dieser Film existiert, Thralls, heißt nämlich Blood Angels, wo auch Lorenzo Lamas eine Rolle übernommen hat, den gibt es zwar von Dutch Filmworks in Holland, bei uns ist der allerdings nicht erschienen. Dann gibt's hier noch den Film Vampires Out for Blood mit Kevin Dillon und Vanessa Angel und Lance Henriksen, holy freaking hell, den ich tatsächlich auch erkannt habe, weil der ist von Paramount erschienen. Das weiß ich allerdings, ein alter amerikanischer, ich glaube, Fernsehstreifen, mit ziemlich genau 90 Minuten Auflage. Ganz komisch, dass das Paramount so etwas dann auch bei uns vertrieben hat. Ein Film aus dem Jahr 2004. Beziehungsweise haben wir dann hier noch Succubus, Hellbent. Oh, bist du deppert. Alter, die Dämonin aus dem, in der OFDB alleine, das Vorschaubild von diesem Film wirkt ganz, ganz wild. Da wird sicherlich niemanden überraschen, dass dieser Film nicht nur von Schröder Media auf DVD veröffentlicht wurde, sondern dass eines der beiden
Raiden Reviews in der OFDB von einem Herrn mit meiner Meinung nach einem der genialsten Usernamen, die ich jemals in irgendeiner Datenbank gesehen habe, namens Schnapskartoffel geschrieben wurde. Und ich glaube, man braucht die ein oder andere selbige, um diesen Film irgendwie durchdrücken zu können. Und last but not least dann hier die Zombie Women of Satan mit Drop Dead Good Looks. Das ist ein Film, hey, den gibt's von Revolver Entertainment in England mit BBFC-Rating ab 18, Strong Violence and Gore, klingt ja zumindest einladend, hat auch die längste Inhaltsangabe von diesen ganzen Filmen, bin ich definitiv gespannt. Das sind auf jeden Fall 12 Filme in 3 Keep Cases, die mich persönlich sehr, sehr interessieren und wo ich mich wirklich, wirklich freue, dass die in meiner Sammlung sind. Wo wir eben gerade von Multifilm-Releases sprechen, bringt mich das zu Bring It On! Girls United. Das ist eben ein bekanntes Franchise, zumindest habe ich schon einmal davon gehört, gestartet im Jahr 2000 mit Kirsten Dunst und Elisha Dushku in den Hauptrollen, ist das tatsächlich eine Filmreihe, die zuerst bei uns über Kinowelt veröffentlicht wurde und dann auch von Universal oder umgekehrt, ist eigentlich auch wurscht, wo allerdings interessanterweise es bei uns dann nur die ersten 3 von Universal als Collection gibt. Im zweiten Teil ist dann Kevin Cooney oder Ann Judson Jaeger noch mit dabei aus dem Jahr 2004. Dann ging es 2006 weiter mit Hayden Panettiere. Auch hier gibt es dann bei Teil 2 und 3 nur mehr die DVDs von Universal. Beim vierten Teil kam Ashley Benson dazu und es gab dann noch einmal eine Single-Disc, lustigerweise. Ach, und die anderen 3 Teile, die wurden dann in einer weiteren Trilogie-Box veröffentlicht, also eine 6er-Box, so wie in Amerika, gibt es hier nicht, wobei es die anderen Filme allesamt auch bei uns auf DVD gibt. Mit Altersfreigaben interessanterweise von ab 0 Jahren beim letzten Teil bis hin zu ab 12 Jahren beim vorletzten Teil, ist hier wirklich alles dabei. Das ist sensationell. Aber wie gesagt, das ein Franchise, von dessen Existenz ich zwar bereits gehört habe, aber wo ich noch keinen der Filme natürlich jemals gesehen oder gar in meine Sammlung aufgenommen habe. Die Cover-Artworks, die übrigens hier auf der amerikanischen DVD-Box abgebildet sind, das sind ja auch die gleichen, die wir dann eben auch bei uns verwendet gesehen haben. Und es gibt dann hier ein Innendesign mit den Cast and Crew Blocks und Angaben zu allen Filmen und eben den einzelnen DVDs. Teilweise sind hier wirklich 2 Filme auf einer Disc, beziehungsweise manche sind hier auch alleine, wobei das Ganze jetzt nicht zwangsläufig wahnsinnig konsequent ist. Die sind einfach, die ersten 4 Filme sind Double Features und die letzten beiden Teile, sicher die besten, haben ihre eigenen Discs spendiert bekommen. Das ist halt eine einfache Collection mit dem aktuellen, zumindest kompletten Franchise, das gelaufen ist zwischen eben 2004 und 2017. Keine Ahnung, ob sie dann noch einmal ein Sequel planen, aber sollte es jemals soweit sein, dass ich mich da quasi geistig darauf vorbereiten muss, dass ich mehr davon sehe, habe ich die Möglichkeit, da mein Unwissen mehr oder weniger aufzufrischen. Und damit kommen wir zum Hauptthema dieses Mystery-Pakets vom lieben André L. St. Paulchen Panther. Ein Ort, von dem ich natürlich weiß, dass er existiert und dass er dort Fußball spielt, also schlecht Fußball spielt, aber dass es trotzdem Leute gibt, die sich das freiwillig anschauen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich von Fußball ungefähr genauso viel Ahnung habe wie von Freddy Quinn oder Kurt Jürgens, dass mir das jetzt allerdings beim nächsten Teil von diesem Unboxing nicht sonderlich viel helfen wird. Trotzdem habe ich vom lieben André ein quasi St. Pauli Special bekommen, was allerdings überraschenderweise nicht auf der Reeperbahn nachts um 2:30 spielt, sondern offensichtlich wirklich teilweise im Fußballstadion. Gut, mir würden noch einige weitere Wörter einfallen, die mit B anfangen, aber ich glaube, dann würde man mich aus dem Stadion werfen. Wir sind voll, ja, das sind die Leute meistens, aber
Steht da, wir sind voll. Nein, es sind St. Pauli on the road to Berlin. Wissen die überhaupt, in welche Richtung sie fahren müssen? Da ist tatsächlich ein Viertel vom Finale drauf. Also ich meine, gut, Viertel, also Achtelfinale kenne ich als Österreicher quasi nur als das letzte Glas Wein, das man sich im Wirtshaus bestellt. Aber ein Viertel vom Finale, ich meine, muss ich ja 4 DVDs kaufen, dass ich mir das komplette Finale anschauen kann, das ist ja Urzach. Nein, natürlich nicht, das ist das Viertelfinale, offensichtlich das höchste, was St. Pauli jemals bekommen hat oder gewonnen hat. Das ist ein Spiel zwischen St. Pauli und Werder Bremen. Deswegen fahren sie auch nach Berlin, um dort gegen Bremen zu spielen. Ich habe keine Ahnung, wovon ich hier spreche. Das ist offensichtlich ein Spiel mit 128 Minuten Laufzeit. Der Pokaltraum geht weiter. Erleben Sie noch einmal das vielleicht wichtigste Spiel der jüngsten Vereinsgeschichte, nachdem das Bildchen schwarz-weiß ist, weiß ich jetzt nicht, wie jung diese Geschichte hier ist. Bitte, bitte, liebe FC St. Pauli-Fans, schickt mir keine Morddrohungen. Das wäre total lieb von euch. Ich halt eh schon meine Goschen und wünsche euch wahnsinnig viel Spaß mit Burghausen, Bochum, Bremen, Berlin, Schaas-Klappersdorf, Hinterbrunsbichl, wie auch immer, wo man überall toll spielen kann. Ist das jetzt schon direkt eine Drohung an mich? Bitte. Ich würde gern weiter ohne schusssichere Weste einkaufen gehen. Wobei, für die Fußballfans, wir können uns eines ausmachen, okay? Also, als Entschuldigung für euch, dass ich jetzt so garstig zu euch war, könnte ich noch viel garstiger zu anderen Leuten sein, falls das geht. Also, ich könnte zum Beispiel mir hier die DVD-Veröffentlichungen zu Musicals mit Freddie Quinn anschauen und damit tatsächlich vor einem internen moralischen Dilemma stehen. Ist Fußball wirklich auf der gesamten Welt das, was mich am wenigsten interessiert? Ja, eigentlich immer noch ja. Wobei Fußball zumindest den Vorteil hat, dass es mich einfach nur wirklich nicht interessiert. Andere Leute, andere Dinge könnten sogar bei mir mehr körperliche Schmerzen hervorrufen. Wobei, gut, ich hab's zumindest gut. Es ist in dem Fall kein Film mit Roy Black oder sonstiges. Es ist quasi eigentlich eh nichts, das in mein Spektrum fällt. Nur weil es auf DVD draußen ist, heißt das ja noch lange nicht, dass ich es auch in der Sammlung brauche. Oh. Ah ja. Da war ja was. Aber natürlich gibt es auch Theater oder Kabarett oder sonst was Klassiker auf DVD. Hier beispielsweise der Junge von St. Pauli. Also ganz ehrlich, wenn das der Junge von St. Pauli ist, dann will ich den Mittelalterlichen von St. Pauli schon gar nicht mehr erleben, weil der ist wahrscheinlich schon mumifiziert. Das ist ein Kultmusical auf jeden Fall, das uns PDAX hier serviert. Eine Aufführung scheinbar aus dem Jahr 1971 in diesem Fall. Ja, es existiert. Es ist so quasi das Beste, was ich an der Stelle wirklich drüber sagen kann. Es existiert. Es hat jemand tatsächlich Geld dafür ausgegeben, dass andere Leute auch dafür dann Geld ausgeben können. Was sie scheinbar wirklich gemacht haben, weil dieses Teil dann auch 140 Mal gelaufen ist. Was ich persönlich aber sehr schick finde, ist die Art, wie sie hier diese DVD Picture Disc gestaltet haben. Das macht optisch eigentlich schon einmal wirklich was her und wir können dann einmal direkt zum nächsten Teil blicken, nämlich dem Heimweh nach St. Pauli. Gut, ich weiß nicht, solange Freddie Quinn dort singt, glaube ich, hätte ich dieses Heimweh nicht zwangsläufig verspürt, aber jetzt, glaube ich, könnte man wieder mal hinkommen. In dem Fall übrigens eine Aufführung aus dem Jahr 1966, da fängt das Leben an. Nein, da hört es eigentlich wahrscheinlich schon wieder mal auf, weil uraufgeführt 1962, es gibt ja sogar eine Filmversion davon aus 1963, aber im Theater lief das Ganze dann trotzdem
auch noch weiter, in dem Fall mit einem klassischen Disk-Design, gar nicht mal so speziell wie auf der anderen Disk. Aber gut, muss man sagen, da war ich jetzt wirklich ein bisschen außerhalb von meiner klassischen Komfortzone, muss man sagen. Als reiner Film, also ich nenne mich halt nicht einmal da Experte, sondern eigentlich rein Schreihals. Aber da könnten wir ja jetzt mal wieder dorthin zurückkehren, wo sich Zockis vielleicht ein bisschen wohler fühlen, nämlich tatsächlich zum Thema Film und zu Kurt Jürgens. Kurt Jürgens ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, der in seiner langen Karriere in fast 170 Produktionen als Darsteller beteiligt war, wobei er witzigerweise nur bei 5 Projekten überhaupt auf dem Regiestuhl gesessen ist. Eines davon, Ohne dich wird es Nacht aus dem Jahr 1956, befindet sich sogar in der Filmpalast-Edition von EMS, auch in meiner Sammlung. Aber grundsätzlich aus der Filmografie von Kurt Jürgens kenne ich eher so die größeren Dinge, wie Der Spion, der mich liebte oder Im Rausch der Sinne, Luftschlacht um England, Mörder GmbH, Das Verlangen, Der längste Tag, also Ohne dich wird es Nacht, des Teufels General. Ein paar Filme natürlich mit Kurt Jürgens, die auch international dann für Aufsehen gesorgt haben. Aber wir können jetzt dann einmal zu einem Film blicken, den er im Jahr 1971 gedreht hat. Eine Abenteuer-Krimi-Komödie unter der Regie von Rolf Olsen, der eben beispielsweise als Regisseur 34 Projekte begleitet hat, wobei wahrscheinlich im bekanntesten die Filme sind, die dann von Subkultur für die Edition Deutsche Vita restauriert wurden, nämlich Blutiger Freitag oder das Rasthaus der grausamen Puppen, wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn. Aber es ist auch immerhin derjenige, der 1961 unsere tolle Tanten verbrochen hat. Ein Film, den ich ja leider schauen musste, um dafür dann aber den Buttermann im Format Der Harte und der Zarte gemütlich in den Arsch treten konnte. Wir können an der Stelle übrigens dann einmal einen Blick auf die Veröffentlichungsgeschichte von Captain Raubein aus St. Pauli werfen. Ein Film, der übrigens damals von Konstantin in die deutschen Kinos gebracht wurde, der mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren ausgestattet war und 91 Minuten lief. Dabei war die Kinofassung laut OFDB noch ungeschnitten, wohingegen die alte Videofassung, die dann von VPS Video veröffentlicht wurde, beziehungsweise von Cineplus und VPS dann auf DVD gebracht wurde, nur mehr geschnitten war. Da hat man zwar interessanterweise eine alte, abgenützte Kinorolle verwendet, wobei man den Film auf 77 Minuten runtergekürzt hat, was wahrscheinlich damals das VHS-Label initiiert hat, um sich halt einfach die Band- und Kopierkosten zu sparen. Lediglich auf dem High-Definition-Medium, respektive eben dieser Mediabook-Auflage, wo der Film mit einem seiner Originalmotive verwendet wurde, hat man dann wieder die ungeschnittene Kinofassung verwendet. Und da bekommen wir dann übrigens von dem Label U8 Films eben eine neue Abtastung im Original-Kinoformat von 1,66 zu 1, beziehungsweise eben dann in dem Mediabook auch noch ein recht umfangreiches Booklet, das allerdings eben in erster Linie Original-Artwork zu dem Film zeigen soll. Das schauen wir uns jetzt dann gleich einmal an. Wir finden hier eben im Inneren von dem Mediabook auf der linken Seite die Blu-ray. Für diejenigen, die keine Mediabooks mögen oder sammeln, gibt es diese auch einzeln natürlich als Standard Keep Case zu kaufen, beziehungsweise finden wir aber hier im Inneren, finde ich, ein relativ schickes schwarz-weiß Innenartwork, beziehungsweise auf der rechten Seite dann auch noch in wirklich ansprechender Druckqualität ein weiteres durchgehendes Innenartwork, eben vom Backcover vom Booklet auf die rechte Seite des Innenspiegels. Dabei muss man sagen, dass bei diesem Mediabook das Booklet so eingearbeitet wurde, wie man das auch zum Beispiel von den Mediabooks von Play on Pictures gewohnt ist.
und dass das hier eigentlich einen ziemlich hochwertigen Eindruck macht. Dafür bekommen wir dann eben hier im Inneren von diesem Booklet ein paar Stab-, Cast- und Crew-Angaben beispielsweise. Wir erfahren natürlich auch über die Handlung ein paar Produktionsnotizen, wobei eben diese Texte, die da über Regisseur und so weiter enthalten sind, natürlich alle sehr knapp sind und normalerweise bei dem Label auch nicht genannt wird, wer überhaupt für diese Booklet-Texte verantwortlich ist, wer das geschrieben oder übernommen hat. Da gibt es halt eben ein paar Texte beziehungsweise so Filmografien, es gibt ein paar Pressestimmen, aber was ich bei dem Release halt besonders cool finde, im Inneren, das sind so die Filmprogrammcover und die Aushangfotos und sonstige Details, die natürlich einen coolen Eindruck machen. Insgesamt muss man auch sagen, ist das ein haptisch wirklich hochwertig erscheinendes, umfangreich wirkendes Mediabook, das ich tatsächlich durchaus gerne hier dann in meiner Sammlung habe. Ich muss zugeben, ich wüsste jetzt nicht direkt, worauf ich mich einlasse, wenn ich nach St. Pauli gehe. Wobei, ich glaube, es würde dort eine Berufsgruppe geben, von der ich jetzt nicht damit rechnen würde, dass ich sie dort antreffe. Nämlich Pfarrer sind ja alle Ü18. Nein, auf jeden Fall gibt es von Kurt Jürgens auch noch einen Film namens Der Pfarrer von St. Pauli. Das ist jemand, der hat entweder extrem wenig oder extrem viel zu tun, je nachdem. Wir können da mal einen Blick auf die deutsche Veröffentlichungsgeschichte werfen. Der Film lief ab dem August 1970 in den deutschen Kinos mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren. Erschien allerdings, sofern die OFDB in diesem Fall vollständig ist, niemals auf VHS oder auf DVD, sondern wurde im Heimkinomarkt das erste Mal im Blu-ray-Zeitalter veröffentlicht. Und da gibt es dann eben auch eine DVD plus Blu-ray Special Edition. Die zeigt uns hier auf dem Frontcover Artwork eigentlich 1:1 das alte deutsche Kinoplakatmotiv, das zwar natürlich nicht unbedingt meinen Stil hat, wobei ich natürlich das einfach ausgeschnittene Konterfei von Kurt Jürgens auf diesem einfärbigen roten Hintergrund so auch ein bisschen mich an diese alten klassischen Edgar Wallace Filme erinnert, was ja natürlich generell dieser Plakatstil war, der da in Deutschland eben zur damaligen Zeit vorherrschend war, ist auf jeden Fall ein interessantes Motiv, muss man sagen. Und wir können auf das Backcover wechseln. Da gibt es dann natürlich wieder die Information, dass der Film neu im Original-Kinoformat von 1:66:1 abgetastet und restauriert wurde, dass es eben ein Booklet gibt, bla bla, damit hätte man ja bei einem Mediabook grundsätzlich gar nicht rechnen können. Aber auch das wieder ein haptisch ansprechendes, dickes Mediabook mit, in meinem Fall nicht 100% sauberen, aber das dürfte ein Einzelfall sein, eingearbeiteten Booklet eben im Stil, wie es auch bei Play on Pictures ist. Und dann haben wir hier in der Hülle auf der einen Seite den Film auf DVD und auf der anderen Seite dann auf hoppala, auf Blu-ray, wobei wir im Innendesign von dem Mediabook hier eigentlich relativ speziell einzelne Artworks vorfinden, die auch nur in diesem rot-schwarzen Stil sind, wo ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob die vor Panik schreien oder lachen. Ist ja in Anwesenheit eines Pfarrers beides möglich. Dabei haben wir hier auf dem Backcover dann ein Bild, das tatsächlich in einer normalen Farbgebung gehalten ist. Und auch finde ich dieses Mediabook im Inneren hier sehr schön illustriert. Aber apropos illustriert, das bringt mich natürlich zu dem Punkt, der sich zwischen den beiden Discs hier im Mediabook befindet. Da gibt es dann als Deckblatt noch einmal eine etwas textreduzierte Version vom Originalplakatmotiv bzw. Frontcover. Es gibt dann hier noch ein paar Randinformationen zu diesem Film bzw. eben ein bisschen Text und ein paar Details eben zu Regisseur Rolf Olsen, der auch bei diesem Titel wieder auf dem Regiestuhl gesessen ist, bzw. ein paar alte Aushangfotos, ein paar Werberatschläge, sonstige Details. Dabei ist übrigens interessant, wenn ich jetzt noch einmal auf das Mediabook zu Captain Raubein vielleicht zurückgehe, weil jetzt da doch mehrere Artworks, mehrere Mediabooks gibt zu den Kurt Jürgens Filmen. Und da wird wahrscheinlich niemanden überraschen, dass die Booklet-Seite zu Kurt Jürgens zwar mit einem anderen Bild illustriert wurde, aber der Text natürlich 1:1 übernommen war. Genauso
wie beim alten Mediabook, das ist etwas, das habe ich dem Label genau so zugetraut. Ah, hoppala, sind Sie, was natürlich die Textqualität betrifft, in Ihren Labels tatsächlich wirklich, wirklicher Bodensatz, muss man echt sagen. Aber die Verarbeitung und die Ausstattung von dem Booklet und Mediabook finde ich an der Stelle trotzdem relativ cool, weil auf der einen Seite diese alten Filmprogrammhefte und Filmempfehlungen sind eine nette Sache. Es ist ein wirklich stabiles, dick aufbereitetes Mediabook, das mir persönlich eigentlich gut gefällt, einen ganz guten Eindruck hinterlässt und deswegen auf jeden Fall eine nette Sache für die Sammlung. Ich war noch nie auf St. Pauli und nach dem, was ich schon in anderen Unboxings über diesen Ort gesagt habe, glaube ich, sollte ich dort auch besser nicht hin, für den Fall, dass ich meinen Kopf auf meinen Schultern behalten möchte. Aber ich habe ja schon drüber philosophiert, dass man auf St. Pauli vielleicht Leute wie Priester nicht unbedingt dringend brauchen kann, aber eines weiß ich definitiv, Ärzte sind dort mit Sicherheit gefragt, insbesondere diejenigen mit Erfahrung bei der Behandlung von Geschlechtskrankheiten. Dabei habe ich allerdings tatsächlich auch Erfahrung mit der Behandlung von Veröffentlichungen des Films Der Arzt von St. Pauli, da tatsächlich die alte deutsche DVD-Neuauflage aus der Filmpalast-Reihe ohne EMS-Branding bereits in meiner Sammlung ist. Und dabei gibt es im Gegensatz zu den anderen Kurt-Jürgens-Filmen, die uns von U8-Films aus Berlin veröffentlicht wurden, bei dem Arzt von St. Pauli einen ganz besonders interessanten Umstand. Der Film lief damals in den deutschen Kinos im Jahr 1968, war ebenfalls im Vertrieb von Konstantin Film und wurde in den Lichtspielhäusern in seiner ungeschnittenen Fassung gezeigt mit einer Laufzeit von 101 Minuten, hat er sogar die goldene Leinwand für 3 Millionen Besucher bekommen und wurde dann, anders als eben andere Filme mit Kurt Jürgens, sogar ungeschnitten auf Videokassette veröffentlicht. Es gab dann auch eben eine ungeschnittene DVD-Veröffentlichung, wohingegen es sich bei der hier enthaltenen Blu-ray nur mehr um eine geschnittene Fassung von dem Film handelt. Dabei hat Walter Podgansky laut Fassungseintrag in der OFDB gesagt, und ich zitiere an dieser Stelle richtig, diese paar Sekunden, die im Movieside-Forum aufgetaucht sind, nämlich 22 Sekunden von einem Telefonat auf der Terrasse, das bei der EMS-DVD ab dem Timecode 5656 zu hören war. Also zurück zum Zitat. Diese paar Sekunden wurden aus dem Negativ und der Sendekopie nach der VHS-Veröffentlichung in den 80er Jahren rausgeschnitten. Und das ist Rolf Olsen erst auf der VHS aufgefallen, soll also scheinbar, wahrscheinlich dann bei einer späteren Geschichte war. Er sagt, da war Friedrich Schütter aber besoffen und wunderte sich, warum diese sinnfreie Sequenz überhaupt im Film war. Also müssten wir in dem Fall ja gar nicht bei der Blu-ray-Version von einer geschnittenen Fassung handeln, sprechen, weil der Schnitt ja scheinbar auch irgendwie auf Wunsch bzw. im Interesse des Regisseurs gegangen ist. Die EMS-DVD hat allerdings als Master eine ältere Fernsehmatz gehabt, die noch herumgegeistert ist und die keiner geprüft hat, weswegen die Szene dann eben auch dort drinnen war. Die neue Version ist ein Scan vom Negativ und dort war eben diese Fassung, diese Szene nicht mehr drinnen. Eine bewusste Entscheidung von Regisseur Rolf Olsen und die hat eben Podgansky dann auch von ihm übernommen, da er ihm die Stoff- und Autorenrechte eingeräumt hat. Deswegen fehlt diese Szene und da ist eigentlich in diesem Sinne dann der Fassungseintrag in der OFDB nicht korrekt, weil statt dass man bei dieser Blu-ray von einer gekürzten Fassung spricht, müsste man eigentlich in diesem Fall von der Standardfassung unter Anführungszeichen sprechen und alle anderen Versionen womöglich als Extended-Version kennzeichnen. Wäre meiner Meinung nach vielleicht treffender und passender, dass man eben hier nicht den Eindruck hat, dass es sich um eine fehlerhafte Fassung oder sonstiges handelt, sondern eigentlich um die ungekürzte Wunschfassung des Regisseurs, aus der er halt eben eine Szene raus
requirieren hat lassen, die er in Wirklichkeit nie drinnen haben wollte. Wir haben übrigens das in dem Mediabook, was wir dort natürlich drinnen haben wollen, nämlich eine DVD und eine Blu-ray mit dem Film, beziehungsweise dann hier im Inneren ein Aushangfoto aus diesem Film auf der linken Seite, hoppala, und ein weiteres Bildchen hier auf der rechten Seite mit Kurt Jürgens als ich hab schon wieder vergessen, wie der Film heißt. Wir können dann allerdings natürlich einen Blick durch das Booklet werfen. Da erwarte ich mir wieder Böses. Auf der einen Seite, wie gesagt, vor allem, das muss man auch dazu sagen, immer ein sehr schöner, harter Karton im Einband von diesen Booklets bei den U8 Mediabooks. Auf der anderen Seite eben finde ich auch sehr schön, wie hier dann wieder einzelne ursprüngliche Kinofreigabe nicht freigegeben unter 18 Jahren. Auch spannend. Wobei, gut, es war beim Rasthaus der Puppen auch so. Nein, in dem Fall natürlich wieder einiges an interessantem Bildmaterial, das hier in dieser Veröffentlichung drinnen ist, von Szenenbildern, von Aushangfotos, von Werberatschlägen und den quasi klassischen Zitaten, aber der Text im Booklet auch in dem Fall wieder in höchstem Maße fragwürdig ob seiner Quelle, beziehungsweise dass natürlich auch hier von den Texten her dasselbe verwendet wurde, das auch in den anderen Booklets zu lesen ist, gerade bei Kurt Jürgens selber habe ich es ja überprüft. Außerdem gibt es dann auch hier noch den Original-Filmkurier, was finde ich auch eine tolle Sache ist. Also das ist ein nettes Booklet zum Durchblättern. Den Text, der enthalten ist, muss man nicht zwangsläufig lesen, vor allem nicht, wenn man ihn schon in einem der anderen Mediabooks gelesen hat. Aber so zum Durchblättern und als Beiwerk und Beimaterial ist das auf jeden Fall eine tolle Sache. Und wie gesagt, obwohl die Fassung als gekürzt gekennzeichnet ist, ist es eigentlich laut Aussage des Regisseurs und des Vertriebs eben die richtige Fassung mit einer bewusst rausgeschnittenen Szene, die eigentlich niemals im Film hätte sein sollen. Und damit haben wir für das Ende dieses Sammlungs-Updates und dieses Mystery-Pakets nur noch eine weitere Veröffentlichung, die allerdings auch etwas ganz Besonderes ist, nämlich wieder ein Buch aus dem Filmuniversum, nämlich in dem Fall aus dem Universum von Bill & Ted. Bill & Ted sind absoluter Kult. Nachdem sie im Jahr 1989 durch die Zeit und dann 2 Jahre später, 1991, in die Zukunft gereist sind, sind sie dort offensichtlich ein bisschen stecken geblieben, denn sie mussten 30 Jahre warten, bis sie es ein weiteres Mal mit irgendwelchen Widersachern aufnehmen durften, und zwar in Bill & Ted Face the Music aus dem Jahr 2020. Dabei sind Alex Winter und der großartige Keanu Reeves wieder zurückgekehrt in ihre klassischen Rollen und wurden dabei natürlich in ihr neues Abenteuer begleitet von auf der einen Seite zahlreichen Fans und auf der anderen Seite von gierigen Produzenten, die natürlich möglichst Money Money rausholen wollten. Und deswegen gibt es neben dem Film auch noch eine Menge an neuem Merchandise, wie beispielsweise Bill & Ted's Most Excellent Movie Book. Wobei, das, was ich beim ersten Durchblättern in diesem Buch bereits gesehen habe, ist natürlich ein absolutes Meisterwerk für Fans und etwas, das definitiv in keiner Filmbuchsammlung, vor allem dann von Bill und Ted Fans, fehlen darf. Denn ich finde auf der ersten Seite natürlich schon einmal, dass er dem neuen Teil zugeordnete Cover-Artwork bereits wahnsinnig schön, aber es gibt natürlich in diesem Buch eine Menge an Material. Vor allem gibt es Setbilder, Szenenbilder, es gibt ein paar Informationen rund um das gesamte Film-Franchise in einem Hardcover-Buch, das tatsächlich eine Menge an Umfang hat. Wir können an der Stelle mal ein bisschen durchblättern, um uns allgemein einen Eindruck von diesem Buch zu verschaffen. Das ist von Laura Shapiro grundsätzlich geschrieben worden, hat dann noch ein Vorwort von Chris Matheson und Ed Solomon und zeigt uns eben ganz offensichtlich zuerst einmal auf den ersten Seiten, logischerweise den ersten, dann den zweiten, dann den dritten Teil, wobei wir hier bereits quasi das erste Artwork doppelt haben. Dabei haben wir fast 200 Seiten an Material in diesem Buch. Vor allem schön finde ich immer wieder diese kleinen Behind-the-Scenes-Einblicke, Aufnahmen auf die
Castliste hier beispielsweise eine handgeschriebene Skriptvorschauseite vom Drehbuch, ein Setplan, ein Drehplan, Fotos von Cast und Crew. Das ist auf jeden Fall was absolut Geniales, das einfach absolut zeitlos ist. Und das finde ich dieses Buch zu einem absoluten Must-Have für Fans von Bill und Ted macht, weil auf der einen Seite habe ich natürlich gesagt, die Produzenten wollen möglicherweise wollen möglichst viel Geld aus uns rauspressen, das ist natürlich klar, aber manche haben dabei diese, wie soll man sagen, angenehme Angewohnheit, uns trotzdem auch einen entsprechenden Gegenwert für unsere Moneten zu geben, und das ist etwas, das bei diesem Buch in meinen Augen absolut perfekt erfüllt ist. Ich liebe die Art, wie das Ganze hier aufgebaut wird, vor allem, dass natürlich die Bilder meistens auch noch eine Überschrift haben oder Unterschrift haben und erklärt wird, was hier genau zu sehen ist, und dass das wirklich Bildmaterial ist, das man in dieser Form und vor allem natürlich in dieser Zusammenstellung bislang einfach noch nirgends sehen konnte. Das nämlich eben vor allem bei den klassischen Originalteilen selten ist, teilweise eben aus privaten Archiven stammt und damit für Fans, finde ich, etwas ganz, ganz Tolles ist. Wir haben damit schon einmal die Fotos vom ersten Teil nahezu komplettiert. Oder Merchandise und sonstige Sachen sind da auch dann noch drinnen. Das ist natürlich was, das gerade für Nostalgiker wie mich was Besonderes ist. Ich habe ja gerade erst die Gameboy, also die NES- und Gameboy-Spielversionen von den grauenhaften LJN Bill & Ted-Spielen bekommen. Hier dann noch ein großartiges, alternatives, gezeichnetes Plakatmotiv zu dem Film, das da noch dabei ist. Es gab eben Bekleidung, dann kam hier der zweite Teil 2 Jahre später, auch hier wieder mit einigen Entwürfen, mit Kostümen, mit Darstellungen, wie sie sich eben die Zukunft vorgestellt haben. Fällt mir, glaube ich, ein, dass der, muss ich ganz kurz einmal pausieren und nachschauen, der erste Teil ist ja natürlich eben von Studio Canal auch in einer limitierten Version als 4K UHD veröffentlicht worden. Vom zweiten Teil, der ist zwar ebenfalls drinnen in diesem Steelbook, allerdings lediglich in als Standard Blu-ray. Eine 4K-Version vom zweiten Teil gibt's nicht, und auch der neueste Teil ist ja tatsächlich von Warner nur als normale Blu-ray physisch ausgewertet worden, was ebenfalls etwas ist, das man durchaus ändern könnte. Ich liebe es, diese ganzen klassischen Monster-Designs nochmal zu sehen. Vor allem, was ich am faszinierendsten finde, ist halt eben einfach die Tatsache, dass ein Blick, hier dasselbe Bild dreimal, ist halt, kann mich noch erinnern, wie die ersten Ankündigungen und die ersten Bilder vom dritten Bill und Ted Film bekannt geworden sind und da natürlich einige Fans aufgeschrien haben. Hier gibt's natürlich die meisten noch modernen Produktionsbilder, weil eben die Produktion nicht ganz so lang zurückliegt. Aber mit viel, viel, viel Greenscreen. Den dritten Teil habe ich auch tatsächlich noch gar nicht gesehen. Und das ist eben etwas, was finde ich ganz besonders faszinierend ist, dabei so ein Buch durchzublättern, dass es einem halt eben auch wirklich wieder Lust darauf macht, einen Blick auf die Filme an sich zu werfen. Vor allem einmal zumindest den letzten Film einmal zu schauen, und das ist natürlich ein großes Kapitel amerikanischer Comedy- und Science-Fiction-Filmgeschichte und ein Buch, bei dem ich mich wirklich, wirklich freue, dass das jetzt auch in meiner Sammlung ist. Und damit muss ich sagen, dass der liebe, liebe André L. mit seinem Mystery-Paket mir wieder mal eine riesen, riesen Freude gemacht hat. Es ist ja nicht mal eingerechnet die kleinen Überraschungspakete, die zwischendurch gekommen sind. Das 9. Paket, das ich jemals von ihm bekommen habe. Und auch dieses Mal wieder ein absoluter Volltreffer. Meiner Meinung nach mit unglaublich viel Humor, mit vielen Überraschungen, aber natürlich auch mit vielen ganz, ganz tollen Filmen, wo ich mich bereits auf die Sichtung beziehungsweise beim Buch auf die Lektüre freue. Danke, danke, danke für die tollen Überraschungen, die da drinnen waren. Ich habe mich riesig
gefreut. Und abschließend möchte ich noch einen kurzen Tipp in die Runde werfen, falls irgendjemand anderer auf die Idee kommt, mir ebenfalls ein Mystery-Paket schicken zu wollen, bitte eine kurze E-Mail an playzocker@gmail.com, dann können wir uns alles Weitere ausmachen. Aber in dem Fall möchte ich noch einmal sagen, lieber André, fetten, fetten Dank für dein großartiges Paket. Und damit bleibt mir am Ende auch nur mehr zu sagen, lieber Zuschauer, fetten, fetten Dank, dass auch du wieder etwas Zeit mit mir und mit uns hier auf YouTube verbracht hast und dir angesehen hast, was da eben in dem coolen Paket von André drinnen war, beziehungsweise was ich sonst in der vergangenen Woche neu in meine Sammlung bekommen habe. Da waren einige wirklich interessante Titel mit dabei. Wir werden uns ja in der nächsten Zeit dann vor allem auch mit den Titeln von Shock beziehungsweise von Lucky 7 noch einmal genauer beschäftigen. Genauso wie auch für die kommende Woche dann die Blu-ray-Checks auf der einen Seite für Visions angekündigt sind und auf der anderen Seite habe ich auch schon gehört, dass von Playon ein Exemplar von God's Army auf dem Weg ist, irgendwann einmal zu mir im Laufe der nächsten Woche. Das heißt, auch da kann ich irgendwann einmal den 4K UHD-Check nachholen. Wird natürlich ein bisschen dauern, bis ich dann alles gesehen habe, was da drin ist. Aber ich freue mich riesig drauf, den Film dann auch noch einmal zu sehen. Und im Mai soll ich dann tatsächlich auch die große MacGyver-Box bekommen, auf die ich riesig gespannt bin. Also, wie ihr seht, eine Menge gibt es. Natürlich gibt es auch die Standards nächste Woche. Donnerstag 16.30 Uhr wieder eine brandneue Folge von Depp und Deppert. Dieses Mal dann, glaube ich, mit Just Watched, dem nächsten Kapitel. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche dann auch regelmäßig wieder hier sehen auf meinem Kanal. Es wird jeden Tag einen brandneuen Blu-ray-Check geben. Es wird natürlich Depp und Deppert geben. Es wird die Clip-Ausschnitte geben. Es gibt wieder Trophy Guides. Yay! Es gibt irgendwann einmal auch ein Mystery-Unboxing, falls sich meine Sammlung wieder mit einigen neuen Dingen und Paketen gefüllt hat. Aber allerspätestens für den Fall, dass euch das selber, dass euch das andere alles nicht interessiert, am Sonntag um 17 Uhr wieder die nächste Ausgabe vom Sammlungsupdate. Oder falls ihr nicht so lange warten wollt, bis der Kalender auf Release drückt, könnt ihr natürlich über eine Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube nachdenken und seht die Videos nicht dann, wenn sie gepostet werden, sondern sobald sie fertig sind und hochgeladen sind. Das kann im besten Fall bedeuten, Videos manchmal Stunden, manchmal aber auch vielleicht Tage oder sogar Wochen vor allen anderen zu sehen. Das war's allerdings mit dem Sammlungsupdate für die Woche. Ich möchte mich bedanken bei euch fürs Zuschauen. Ganz besonders bedanken natürlich beim lieben André für das großartige Mystery-Paket. Ich habe mich riesig gefreut. Ansonsten auch noch danke fürs Zuschauen. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne, erfolgreiche nächste Woche. Bleibt gesund und egal wann, egal wo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.